smile and he gave me crooked feet. But Gabriel Dawn came to me, kissed me in my sleep. Well, I'll be singing like an angel till I'm 6 feet. An old man tattooed on a sign. I set my mind wandering and walk a broken line. You had a mind, keep me quiet, and although you can try, dig a man if it then needs and pay a man and die. I'm gonna dive from around my neck and gave my heart to you. You sent my love across the sea, and though I didn't cry, your voice will haunt my every dream until the day I die. This point it was you and me. Mama didn't raise no slave. You took my face in both your hands, looked me in the eye, and I went down with such a force that in your grave I lie. Gänsehaut? Ja. Kann man das sehen? Ja. Wo? Oh, achso, der. Mensch, oh. Ich bin nur immer noch neu in der Streaming-Szene. Hallo, nach draußen! Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir erstmal ein paar durchballern, aber jetzt geht schon wieder los. Ne? Guck, ich sag auf den Monitor und schon. Was ist das? Achso, das ist. Ah, okay. Ja. Kannst du deinen Lieben schlecht ignorieren. Wir haben übrigens neu eingeführt eine Lava-Uhr. Eine Lava-Uhr. Das ist uns eine Warnung, wenn wir zu lange labern, und ihr dürft dann natürlich mitsprechen, ob es nochmal verlängert wird oder nicht. Wir haben immer erstmal so 5 Minuten angesetzt. Das ist die Laberuhr unten rechts, okay? Die Laberuhr. Das heißt, geil, Peter. In der Wanne, ganz gemütlich gemacht. Mega. Ralf, ich höre mich nicht auf Monitor. Gesang. Aber ich habe Durst. Wir wollten eigentlich 3 Songs durchballern und dann. Aber jetzt muss ich was trinken. Was trinken? Ja. Dann trinkt er was. Ja, aber ich würde gerne schlucken. Ach so, ja, natürlich. Warte. Ja. Mach mal hier. Achso, ja. Moment. Achso, kann man das sehen? Ja. Prost, ne? Ja. Jesse! Auf einen schönen Abend. Prost. Dosen dürfen sich ja noch. Dosen dürfen sich berühren. Hervorragend.
see the fire through the trees, and I hear the hollers to the breeze, and I'm drowning out the seasons like there's none. And I hold the blues still in my hand, and I'm moving my feet over land, thinking about God, I got a gun. Yeah, nothing but a word, turn a boy into a man, learning about surviving on the run, and gambling whistles in the dark, and working soft and iron sparks, laying bullets, find another home. Here we go, another stand, you know. Carry on, carry strong, keep surviving, keeping on. Here we go, another stand, you know. What a rush and what a ride. Either way, I fall between the lines. Yeah, either way, I fall between the lines. I was born with a choice, fight for freedom, fight for toys. Either way, to find another end. Sucking mud in no man's land, rustling easy in the sand, smelling that great ocean in the wind. Come on! Here we go, now stage you know. Carry on, carry strong, keep surviving, keeping on. And here we go, now stage you know. What a rush, what a ride. Either way, I fall between the lines. The good I give my all. Tell the ones I know my love. Tell them I was worth the blood that I shed on ground so far from home. And here we go, now since you know. Carry on, carry strong, keep surviving, keep it on. And here we go, now since you know. What a rush and what a ride. Either way, I fall between the lines. Tanz, den er hier aufführt. Jehova, Jehova. Jehova. One, two, three, four. Musik.
in love again. It sounds like these time and time again. I'm a new day rising. I'm a brand blue sky. Times like these, she learns to love again. It's times like these, time and time again. Euch hat es ja richtig gelohnt, ne? Bitte, wir haben geprobt? Das war krass. Das war, ich hab da richtig hingelangt normal, ne? Geprobt. Echt gut. Wir vorhin, hatten, kurz zum Soundcheck. Ja. Wer probt, fällt seinen Mitmusikern in den Rücken. Das ja, ist stimmt. Ne? Das sind, einer ist immer besser vorbereitet, das war schlechter. Ne? Kumpelschwein. Ja, als wir vorhin schon entspannt im Regen saßen, ne? Da hat Martin schon eine Geschichte erzählt, ne? Der schlimmste Gig seines Lebens. Gut, wir sind ja heute noch am Anfang. Wir reden jetzt am Schluss auch mal drüber. Musst du das jetzt raushauen? Ja, bis dato schlimmste Gig. Hat versprochen, ne? Ihr seid miese Verräter. Nein, ja, so nicht so. Es kann nur besser werden, oder wie war das? Ja. Schön, schön, dass alle da sind. Mega, oder? Was ist los? Sind schon ein paar Leute zu? Oh, guck mal hier. 150, Donnerwetter. Phil Smith. Und das in den ersten. My man. Beste Grüße von den Kollegen. Wer sind die Kollegen? Hast du? Kanal 29. René, cool, Mann. Ja, cool, dass du zuschaust. Sehr froh, hervorragend, cool, mega. Was ist. Ah, okay. Terence. Mit Terence habe ich mal einen mega Roadtrip gemacht. Es wird nach geliefert England. Und das richtig. Ja, das ist. Ja, das ne, muss, ne? Geht ja nicht anders, Alex. Wenn schon, ja, die Winkelkatze ist auch da, genau. Die ist aus dem Timing, ja. Das sind die Drummer, weißt du? Die gucken die Drummer. Das erste, was sie klick, 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 klick. Aber bei der Probe nicht mit bei, ne? Das ist. Ach, da ist Schalter vorher da, oder? Ja, das haben das nochmal umdekoriert hier vorne. Ja, ich habe die im Spiegel gesehen, das habe ich mir eigentlich doch. Ja, Leute, schön, dass es euch gefällt. Mega gut. Wie funktioniert das mit dem PayPal-Hut? Okay, der eingegebene Link-Adresse wird nicht bei PayPal gefunden. Was? Achso, ja, hast du nochmal? Okay, er hat es nochmal reingeschrieben. Genau. Also, ist für alle umsonst. Ihr könnt da zuschauen. Matze! So viel ihr wollt. Schön, dass du da bist. Wer was in den virtuellen Hut schmeißen möchte, der kann das gerne tun. Wir freuen uns, alle hier, die wir ja, Prost. Viel Arbeit investiert haben.
Wo ist der Typ mit der Luftgitarre? Ja, du bist zu Hause, Digga. Du traust dich ja nicht raus aus deiner Butze. Aber Sandra, du hast recht, der redet echt viel. Was? Hast du das gehört? Was? Ja, ich komme, Moment. Müssen wir den Timer runtersetzen? Sind 5 Minuten etwa zu lang? Sollte ich die nicht überbrücken oder was? Okay. Ja, dann lass uns doch was machen, lass uns ein bisschen Musik machen. Wir sind eigentlich treffen wir uns ja nur zum Trinken. Wir das haben war ja so. 100 Chat-Messages, drei Songs. Ja, perfekt. Nicht, dass Facebook uns hier rausschmeißt, weil wir das System sprengen oder Die haben wir schon abgewehrt, die Aserbaidschaner haben wir schon abgewehrt. Steven, ich will einen Song von dir. Dann sollst du diesen bekommen. Wollen wir mal, was machen wir jetzt? Ne? Siehst du davor. Also, in dem nächsten Song, das erklären wir ganz kurz. Kann sein, dass da eine Stelle ist, wo Steven anfängt zu pfeifen. Also wundert euch nicht. Das kann möglich sein. Okay. Here we go. One, tick, tick, bop.
oder gar nicht mehr so schlecht, ne? Ja. Unterwegs Richtung 170. Hat sie jemand, geil! Hat sie jemand erkannt? Der kann gerade nicht gucken, der hat einen Schlüppi vom Fernseher hängen, hab ich nicht gelesen. Er hat einen Schlüssel vom Fernseher. So, was ist denn hier jetzt los? Mal gucken, was schreien die Leute. Cowboy Song geht immer. Ja, natürlich. Ino, alte Säge. Du siehst das erst 4 Minuten später, glaube ich, aber ich habe dich auf jeden Fall, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Sie machen beides Country und Western. Genau, das, Tim. Das ist, ne? English and Irish. Ich glaube, die unterhalten sich im Moment eher noch so miteinander, ne? Ach so, die reden gar nicht mit uns. Oh, Lisa aus Estland, Tallinn. Schön, dass du dabei bist. Juhu. Wenn der Schlüppi am TV... Was für ein Schlüppi am TV? Habe ich das mitgekriegt? Was war? Wenn der Schlüppi am TV kleben bleibt, müsstest du den vielleicht mal wechseln. Ich meine, das ist ja dann in dem Moment geschehen, wo der Schlüppi geflogen ist. Da bist du ja nackt. Darum geht's doch gerade gar nicht. Ich habe es nicht verstanden. Wenn der Schlüppi am T- ist egal. Ach, wenn der Klee. Ach ja, ach so. Ja, irgendwer sagte vorhin, der hängt da rüber. Das habe ich. Ah, hier, guck mal. Daniel guckt auch zu. Hervorragend. Ja, Applaus, Applaus. Hervorragend. Ja, lasst uns einen schönen Abend haben. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay. Wenn du den Flitzer machst, dann. Ihr müsst ein bisschen erzählen, Olli ist pinkeln. Das will ich. Ihr müsst ein bisschen erzählen, Olli ist. Ja, ihr quatscht so viel. Olli ist weg. Wo ist Olli? Jetzt Olli! Ich muss die Zeit auch nutzen. Achso, du hast das mit Absicht gemacht. Das heißt, du hast jetzt zur Aufgabe gemacht, alle 5 Minuten aufs Klo zu gehen, damit wir labern können. Er geht aufs Klo und schreibt die ganzen Kommentare unter den ganzen. Ja, sehr gut. Er hat so 20 Handys da liegen und tippt überall ein. Wieder Fake-Accounts hier bei 100. Olli ist Legion. 170 Accounts, ich hab alles. Okay. Was ist. Ja. Oldschool. Hast du den Schlüppi wieder angezogen? Du hast gesehen, dass ich meine Hose noch nicht mal zu hatte, als ich hier saß. Ne? Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Also falls mich jetzt jemand abholen könnte, ich will hier weg. Ey, der spielt Bluesharp, Alter. Darf man eigentlich während Corona Bluesharp spielen? Wenn du sie behältst heute Abend, ist das in Ordnung. Wenn ich sie ausspiele, gibt es wieder Ärger. Ich blase einfach von der anderen Seite rein. Ready? Du weißt, du musst das. Du musst kennst du das, pusten, reinpusten. Kennst du das, wenn du was machen willst, du spielst und dann musst du an Sachen denken und ich musste gerade an diesen hässlichen Schlipper am Fernseher denken. Entschuldigung, nochmal. Du hast den Schlipper gerade imaginär eingesaugt. Ja. Town had a good-looking mama, never was around. She grew up tall and she grew up right. Got the Indiana boys with the Indiana nights. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced. Both started grieving. I said, I dig you, baby, but I gotta keep moving on. Keep moving on. Last dance of Mary Jane. One more time to kill the pain.
old. You never grow up, you never grow old. Time's screwing up, tired of going down. Tired of myself, tired of this town. Oh my my, oh hell yeah. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance of Mary Jane. One more time to kill the pain. From a hotel room, nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yeah. Honey, put on that party dress. I was too cold to cry when I woke up all alone. I hit my last number, I walked down the road. Last dance, Mary Jane. One more time to kill the pain. Axel Krischkowski. Ja, kommt noch. Kommt noch. Bitte vor, was vor 22 Uhr? Was ist vor 22 Uhr? Stand, aber bitte vor 22 Uhr muss Leiner zur Arbeit. Welchen? Oha. Welchen? Oh, das wird Heroes. Heroes. Müssen wir vorziehen wahrscheinlich. Ne? Wann kommt denn der? Ach, ne? Auf jeden Fall. Ja, Prost, ne? Tschüssi. Tschüss. Olli, der Karlchen, Skoll. Lachen mit Heil klingt gruselig. Ja. Ha. Das ist. So ist das. Ja, ja, ja. Kannst du da auch mal so einen Kirchenhall drauf machen? So mal für kurz, dass ich mal so einen Finien-Gesang reinmache. Schnutenschlipper, ja, 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 ja. Heil kommt. Heil ist da? Oh, hallo. Also ich würde sagen, das klingt bräuselig. Wo ist meins? Ich will auch mal sowas. Sag mal so. So, hast du? Hast du? Erstmal nicht. Das reicht auch nicht. So richtig böse. Geil! Das ist mein Leprechaun. Der Spruch von Christoph ist gut, ne? Was denn? Ich weiß nicht, ob es schön ist oder schlecht. Was bleibt zu hoffen, dass später bei Live-Konzerten das Publikum nicht dann aus Gewohnheit ohne Schlüpfer zum Konzert kommt? Das wäre total geil. Ich bin eh für Nacktsein. Da bleiben ja auch, wird man ganz ehrlich, oder? Ich meine, die meisten Keime hängen doch bestimmt an der Kleidung. Das ist doch ganz geil, wenn wir uns nach Corona alle nackt wieder treffen. Zunächst ja. Super Sache. So. Jetzt habe ich hier so hochgeballert, jetzt kriege ich die. Ah, hervorragend. So, der nächste wundervolle Track war eine Idee von Martin. Also alles, was ich jetzt mache,
Ist ohne Gefähr. Was ist denn das? Eins? War das zwei? Ich weiß es gar nicht. Was denn? Was denn? Was denn? Was liest du denn da, was dich so fasziniert? Nicht so ein schneller Leser und das geht wird so. Ich hätte gerne einen Musikwunsch. Fit, ein Patenkind, das leider von diesem scheiß Land von was, der gar nicht. Das liest ich nicht weiter, das klingt nicht gut. Was? Ohne Trump, Sweet Home Alabama. Enno, find's zum Schreien, mach mal fix ein Schlaflied ins Set. Ach so, okay, ja, Mo. Wie alt ist er jetzt? Der ist ja gerade geboren worden quasi. Mach das nicht so laut da vom Fernseher, ne? Obwohl, dann kriegt er immer vernünftige Musik auf die Ohren. Aber das kriegt er bei Mo eh. Muppet Show Feeling? Kermit kommt nachher noch. Wenn der Typ mit dem Waschbrett rauskommt. Haben wir es mit oder ohne Capo gespielt? Das finden wir gleich auch. Willst du was dazu haben? Also das klingt so, für mich klingt das nach, ich bin in deinem Studio. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big hard world. Comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see her in her charms, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me, took the rose back again. There's a bee God, son, beating on the big people in a big kind world. There's a big God, son, beating on the big people in a big kind world. Comfort by my side. When I try to understand, she opens up her hand. To close her when I saw what I had done. Bowed down and threw away the hour of garden and his son. So I tried to warn her, sit down to see her weep.
40 days and 40 nights, and it's still coming down on me. It's a big hard sun, beating on the big people in a big hard world. There's a big hard sun, beating on the big people in a big hard world. Come on. Hard sun, beating on the big people in a big hard world. Is it big, a big hard sun, beating on the big people in a big hard world? Vielen Dank. Wer hat es erkannt? Der kriegt einen Corona-Ghetto-Faust. Ja, einen Preis. Achso, einfach nur so. Darf er nicht. Nee, Ellbogen? Oder hier der. Sieht man nicht, nur hier Fuß. Müsst ihr höher machen. Ja, dann fall ich um, Mensch, hör mal auf. Also, Lars Radchen war schon öfter ohne Schlüpper auf dem Konzert. Ja, Lars, bei Lars geht aber auch ohne Schlüpper raus. Larsi. Lars. Hervorragend. Moin, replying to Sandra Soa, Gnarf? Okay, da geht schon wieder. Ich glaube, die unterhalten sich wirklich intern mehr als mit uns hier. Ah, geht ja. Falls es euch interessiert, wir machen hier auch noch ein bisschen Musik. Titten kommen aus Bremen. Okay, super. Alle Titten kommen aus Bremen. Grüße aus Lett. Guck mal, wo die alle herkommen. Hermann, was? Replying to Corinna? Hermann, Huhu, Weltverkehr? Ich habe keine Ahnung. Was ist? Ist das ein Insider? Replying ist immer. Ja, das also, ja, jemand antwortet auf. Ja. Genau, ja. Witzig. Euch zwei gucken auch gerade mit zu. Ja, es ist schön, wundervoll. Wie viele Leute sind da jetzt da? 175. 175? Also, ich bin dafür, dass ihr noch ein paar Leute einladet. Genau. Geht nochmal auf eure Seiten und haut nochmal die Werbung raus. 170 ist geil, aber da geht noch mehr. 200 wäre auch geil. 250 wäre mega. Ja, macht nochmal ein bisschen Werbung, da freuen wir uns immer drüber. Ne? Aber wir sind schon begeistert, dass so sau viele Leute da sind. Das ist echt der Hammer. Vielen Dank. Ja. Es ist so warm hier drin, oder? Es ist schon warm. Ist heiß, oder bin ich das? Das sind wir. Ja, das sind wir. Man darf sich eigentlich gar nicht ins Gesicht fassen. Aber anders geht es nicht. Ja, Michael Jordan hat euch mal. Open the door! Was ist? Michael Jordan hat euch mal was bei PayPal hinterlassen. Geil, danke schön. Micha, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben uns auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und mal wieder Zeit, ne? Gutes Vorbild, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer was in den virtuellen Hut schmeißen möchte, für alle hier im Raum, der darf das gerne tun. Vielen, vielen Dank an der Seite schon mal. Und genau, da hinein in das Töpfchen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ich sehe gerade, ich wollte den falschen Song vorbereiten. Wir haben ja hier noch so ein Schicken. Ach so. Da brauche ich ja das andere Instrument für. Ja, die Setliste wurde erst 5 Minuten vorher geschrieben. Ja. Welche Setlist? Die wir beim Proben geschrieben haben. Nicht Proben. Sandra Sora hat auch was da gelassen. Toll. Da hättest du es mir auch gleich zu Hause geben können. Danke, Sandra. Weißt du, ich muss immer fragen, wenn ich nach Hause komme, muss ich wieder aufgehen. Das wird alles mit Martin geteilt. Du hättest eh nur die Hälfte gekriegt. Ich doch so auch. Mit euch auch. Alle, ich teile mit allen. Liebe und so. Ja, auf euch, ne? Prost. Muss ich nochmal umstellen? Was wolltest du eigentlich gerade von mir? Du hast versucht, mir irgendwas zu sagen gerade. Ist okay, du hörst mir eh nie zu. Aber Martin, wenn du da bist, ist André auch immer. Schon wieder, ihr seid dann beide besten Freunde. Ja. Wo ist die Marshall-Wand? Ja, das frage ich mich auch. Er hat ja kurzzeitig überlegt, so kleine Akustikverstärker hier aufzustellen.
Was ziemlich geil wäre. Oder so eine, am besten dann so eine Marshall-Wand aus Marshall-Kühlschrank. Übrigens, bevor wir den nächsten Song spielen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch an unsere Unterhaltung beteiligen dürft und ihr dürft Steven schlüpfrige Fragen stellen. Er beantwortet sie. Wieso immer nur mir? Ja, bei Martin. Weil das so ist. Bei Martin. Martin ist jugendfrei. Okay, okay. Gut, genau. Wer ist denn, wenn ihr mir Fragen stellt? Außerdem guckt mein Sohn wahrscheinlich zu. Wenn ihr mir Fragen stellt und Martin die beantwortet, das ist super. Martin kann das moderieren, denn das passt schon. Einer muss das auch ein bisschen moderieren. Okay, Hanna ist raus. Gute Nacht, Hanna. Das ist gut. Jetzt kommen dann die. Jetzt dürfen die Frühstücksfragen fragen. Phil, cheers. Prost. Prost. Ich will zu sagen, dass Hanna die kleine Tochter ist. Das können ja viele nicht wissen. Ich wollte gerade fragen, wie alt Hanna ist. Ja, nicht achso, ja, Hanna ist. Sowas bei 4 oder 3 oder sowas die Art. Ne? So 4, zwei, ne? 4, ne? 4, ne? Wir sind so ignorant, du wissen es ja eigentlich. Aber Pavel guckt aus Schweden zu, geil. Das ist geil. Pavel wollte jetzt eine Weltreise machen und dann kam Corona. Und ich glaube, er freut sich gerade sehr darüber, dass Schweden gerade noch die Türen und Tore offen hat. Die können noch in die Kneipen gehen. Oh, ich also, so Time ist abgelaufen, ne? Ach so, ja. Wie lange, lange kenne ich dich, Martin? Weißt du das? André fragt, wie lange ich dich kenne. Drei. Länger, oder? Drei. Aber begegnet sind wir uns erst wirklich so richtig vor zwei in Person. Jahren. Das stimmt, das ist recht. Ja, vor anderthalb, zwei Jahren. Ja. Da hast du mich quasi gebucht für die, ja, für die Bikers-Bar. Ja, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass du Geld verdienst. Das ja, ist genau. Mega. Danke. Das ist gut von mir. Hätte ich das jetzt auch mal tun würde. Ne? Weißt du, jetzt wo ich dich brauche. Ne? Jetzt wo ich es brauche, weißt du es wieder. Ah, schlüpfrige Fragen. Ja, spielt mir schlüpfrige Fragen. Haut raus, haut raus. Bitte Mr. Brightside. Siehst du, Mr. Brightside haben wir im Programm gehabt, aber den haben wir nicht mehr aufgeschrieben. Und jetzt, wir können ja vielleicht nachher versuchen mal. Ja, ja. Ich weiß, ja. Okay, aber wir haben einen anderen geilen Song, den spielen wir jetzt, weil die 5 Minuten schon seit 5 Minuten vorbei sind. Time you keeps me waiting, waiting, waiting. Sing, oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Your mama kept you, but your daddy left you, and you should have done you just the same. Uh-huh. But I came to love you, and I'm gonna be. So any old time he keeps me waiting, waiting, waiting. Say, oh, 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 I got a love that keeps me waiting. Oh, oh. Love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, 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 oh. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh.
I got a love that keeps me waiting. Boom, boom. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, offbeat guy. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Whoa, whoa, oh. I got a love that keeps me waiting. Whoa, whoa. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Whoa, oh. I got a love that keeps me waiting. Whoa, whoa. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, 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 I got a love that keeps me waiting. Damn, so hard. Heavy metal. Wir müssen jetzt mal erklären hier dein Bassdrum-Pedal da. Nicht, dass die Leute denken, das ist hier Fake oder Playback. Steven hat hier heldenhaft so ein Holzpedal und verkauft sich einen Wadenkrampf beidseitig. Auf dem einen Bein vom Draufstehen, auf dem anderen vom Treten. Wehrt sich derzeit noch heldenhaft. Kriegen wir das eingefangen, Olli? Nee, da müssen wir Kameras alle anfassen. Könnt ihr das, weil ich kann hier quasi. Also eigentlich, das ist Holzboden, ja. Ich könnte eigentlich auch, aber da kommt nicht so viel ab. Ja, also, gerade geht's, aber wenn die Musik läuft, nicht mehr. Mikrofon. Wir blenden das jetzt mal ein, na hier so. Nochmal, jetzt ist der dicke Bild hier, der Kamera. Es ist alles handgemacht heute. Ja. Warte mal, ich gehe aus dem so und dann bin ich hier, ne? Und dann tritt nochmal, genau, da war der Sound. Fürs Teil. Jo. Super geil, kann ich jedem nur empfehlen, gerade Singer-Songwriter, die alleine auf der Bühne stehen und sich ein bisschen den nötigen, wie haben wir vorhin gesagt, den Bassanteil wieder zurückzuholen. Genau, das mit Draht, sie kommen alle mit Silber treten heutzutage und Bass ist irgendwie out und ohne Bass ist aber auch nichts. Insofern was ist schon ein helles Guinness, wurde gerade gefragt. Das ist für dich viel wichtiger. Steven, was ist ein helles Guinness? Das ist, habe ich heute erst im Markt entdeckt. Achso, jetzt sieht man gar nicht, weil ich so, warte, da, guck, ja. Das ist Lager. Hophaus Lager, aber von Guinness. Also ich habe vorhin zu Chris schon gesagt, das ist weißes Guinness. Chris, du musst es unbedingt probieren, es ist sehr lecker. Eine sehr gute Alternative zum Schwarzen. Es ist halt ein Lager. Ah, also, geil. Also man kann durchgucken. Kühl gelagert. Was ja eigentlich nicht so meins ist. Aber wir müssen nach Hamburg zurück. Wir müssen nach Hamburg. Chaya, alte Säge. Prost. Hamburg. Hamburg. Jesse. Wir haben auch ein paar Engländer online hier heute. Ja. Oh Gott, danke. Phil Smith zum Beispiel. Eddie Winrow. Ne? So we might as well speak a couple of English words. Glad that you're all here. Thinking about all the old days at the Fallingbostel Bordstation. Oh, they're coming back. Yes. It's launching. And we will be playing the Bordstation's favorite song later on. So stay tuned. Drink another 150 beers. Tell dirty jokes and have fun with us. Es ist schön, wie du dann in diesen britischen Slang übergehst. Ja, ich kann auch noch ein bisschen, nicht mehr viel, aber ich kann auch noch ein bisschen. The walk the out folks sein. Wenn ich jetzt anfange, ich jetzt versteht so keiner richtig, was. Ja, aber ich kann jetzt auch noch mal so richtig den Dialekt aus der Bristoler Gegend. Ja, ich sage immer, das ist das englische Sachsen. Beleidige mal irgendwen. Ja. Nee, das kann ich nicht. Oh. Aber ich kann ein typischer Satz. Ja, hau mal rein raus. Oh, you like to drive my tractor. Wenn irgendwas richtig geil ist, sagen wir mal Gertlash. Gertlash? Gertlash. Have you got an American sling? It's dope. I have some Gertlash whiskey. Gertlash whiskey. Wo ist eigentlich meiner? Ach, du hast auch. Oh, gib mir was rein. Habt ihr alle eure Getränke zu Hause? Ja. Oh. Bootstation. Was ist die Bootstation? Erzähl mal. Es gab mal in Fallingbostel eine Bootstation. Das ist letztendlich hier so kannst du Kanus leihen oder konntest du halt Kanus leihen und so. Und das war eigentlich so ein, man möchte meinen, ein etwas stärker überdachter Holzschuppen, so vom Flair her, mit einem riesenlangen Steg.
geilste Atmosphäre. Und da kamen immer die ganzen englischen Soldaten, die ganzen Schotten und so immer hin zum Feiern. Und wir haben da immer mit Sexy Chocolate gespielt. Thomas Hoppenstedt hat das Ding damals geleitet. Und da haben wir einige unvergessliche Abende gehabt. Einmal haben wir, eine Geschichte war, die Soldaten waren kurz davor abzureisen nach Afghanistan und haben den Abend mal richtig die Sau ausgelassen. Und wir hatten halt echt die Ehre und das Glück, dann zu spielen. Und dann haben wir von Crowded House Weather With You gespielt. Ah, jetzt. Und dann sind die Engländer, die ganzen Soldaten in die Böhme gesprungen, in eine Reihe und haben so Orgelpfeifen nachgemacht und mal Kniebeuge und so in der. Das war mega geil. Also Weather With You war so ein bisschen die Bootstationshymne. Die spielen wir nachher auch noch. So, ich hab uns jetzt mal ein Schlückchen Whisky. Auf dass wir alle desinfiziert bleiben. Ja, und der Corona macht keinen Alkohol. Genau, ne? Also, das habe ich auch, aber ich habe das vor Corona schon gesagt, mehr trinken. Schafft los, Jungs, Laberzeit ist gleich vorbei. Wir müssen weitermachen. Was denn? 7, 6. Komm, kipp mal in 4 Sekunden chin, runter. Chin. Oh, der ist aber toll. Der ist lecker. Oh, was ist das denn? Ist das vom Fass aus Celle. Donnerwetter. Vom Fass. Jetzt bin ich neidisch. Haben die wieder offen? Ja, ne? Ist ja unter 8 Quadratmeter. Martin, haben die wieder offen in Zelle? Die haben wieder offen. Das weiß ich gerade gar nicht, muss ich zugeben, aber ich gehe mal davon aus. Weißt du, einer von euch, haben die wieder offen? Auf der Ecke da? Vielleicht weiß das ja jemand und kann das hier mal mit reinschreiben. Wo ist das Fass dazu? Hast du das auch? Der Laden heißt leider so. Also nicht leider. Also der Laden heißt so. Das Fass findest, bring bitte. Ja, mach ich. Komm vorbei. Oh, jetzt geht's hier. Sind mal so, ich betätige jetzt mal wieder mein lustiges Instrument hier unten. Mit Looper, das ist viel einfacher. Jetzt müsst ihr selber machen. Hear the train coming, it's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know where I'm, but I'm stuck in for some prison. Time keeps tracking on, but this train keeps on rolling, I'm down to say. Someone who hear your prayers.
alone and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, make you a believer. Like second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. You will deliver, I know I'm a forgiver. Touch faith. Reach out, touch faith. You alone, personal Jesus. Someone who hear your prayers, someone who cares. And your own personal Jesus. Weiter zu schlitzen, aber mir läuft die Suppe an den Arm runter. Komm, ich's mehr raus. So, Steven, das erste Mal richtig zusammen Musik gemacht haben wir am 1.2., ne? Dieses Jahr, im Februar. Ja. Bei deinem unserer geilen Show in der CD-Kaserne. Ja, ich hoffe, die hat jeder, die haben einige gesehen, die heute zugucken. Das war. Du hast deine. Deine ganzen alten Bands waren dabei. Deine Gesangsschülerinnen hast du dabei gehabt. Ich hatte Gesangsschüler in. Du hast deine alte. Wie heißt deine Combo? 65 Cadillac. Was ich immer noch mega finde. ihr habt ja nicht nur das Talent und den Style. Ihr seht ja auch wirklich aus wie die Blues Brothers. Das ist schon. Ja. Wir waren mega. Auch ein bisschen sexier fast noch. Ihr wart schon sexy. War schon, oder? Ihr wart schon sexy. Hast du meine Moves gesehen? Schwitzt man unter diesem Anzug eigentlich so, wie es sich aussieht? Alter, oder? Du bist klitschnass, oder? Also, als ich mit 65 Cadillac die 4 Jahre auf Tour war, da war das wirklich so, dass ich nach jedem Auftritt meinen Anzug in die Reinigung bringen musste. Habt ihr mehrere mit? Oder habt ihr einen für... Was macht ihr, wenn ihr auf Tour seid? Also, sagen wir mal so, wir hatten schon mal so die Situation, gerade auch im Sommer, wo wir dann an 2 Abenden hintereinander einen Gig hatten und ich hatte nur einen Anzug. Und es war dann auch wirklich so, dass also man hat nachher meinen Anzug nicht mehr bei uns im Mannschaftsbus quasi in den Bandbus mitgehängt, sondern in den Gerätebus, die Anlage drin war. Einen eigenen Platz gehabt. Die hatten einen eigenen hinsetzen. Mit Salzrändern. Also es war so, ja, die Salzränder waren noch nicht mal das Schlimme, es war echt der Geruch. ich habe das immer mal, Slipknot zum Beispiel, haben ja diesen Style, dass sie während ihrer gesamten Tour die Masken nicht waschen, weil sie da diesen... Boah, ist das wieder. Ja, aber so krass seid ihr nicht unterwegs, ne? Du bist ja eh nicht mehr dabei. Ich bin nicht mehr dabei, nee. Aber die Jungs machen weiter. Ja, die sind auch unterwegs. Okay. Ja, und das war erste, zweite war das, ne? CD-Kaserne. CD-Kaserne, ja. Ja, mega Konzert für alle, die es verpasst haben. Kann man das irgendwo sehen? Nee, da gibt es Ausschnitte, glaube ich, ne? Es gibt Ausschnitte auf YouTube bei den The True Dramatics, Martin Cornell and The True Dramatics auf der YouTube-Seite. Da findet ihr ein paar Sachen. Paar Leckereien. Unter anderem ist jetzt, ne, der schöne Übergang.
War besser mit Bass, sagt meine Frau, ist ja klar. Ja, wenn, ja, eine Bassistin zu Hause, wenn du eine Bassistin zu Hause sitzen hast, kannst du dann... Ja. Hier ist kein Bass. Wir brauchen Bass. So, also, um jetzt wieder... Ne? Schöner Übergang eigentlich gewesen. Jetzt hast du ihn leider kaputt gemacht. Aber ich versuch's nochmal. Ja, also, ich komme. Wir haben ja unter... Und dann, Sandra, kannst du den mal hier rausholen? Nein. Also, wir haben einen Song. Steven, die Masseuren sind jetzt da. Soll ich die reinschicken? Oder sind sie schon da? Ja, bitte. Ja. Ja. Oh, wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Whisky. Jetzt hast du seinen Übergang kaputt gemacht. So, nächster Song. Martin, wie läuft's? Was wolltest du Übergang? Achso, jetzt übergehst du mich aber. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir den nächsten Song zusammen gespielt haben, aber. Ja, den haben wir da auch gespielt, das war das erste Mal. Genau. Achso, ist kein Moll. Danke, Ralf. Hier, das ist mit Ralfs Mischpult, wo vorher noch drüber alle voll geschwärmt hat. Martin, kauf dir unbedingt das Mischpult. Oder zwei, ne? Ich glaube, er hat auch eins zu verkaufen. Kannst du das gleich mitnehmen, wenn ich sehe? Die Leute wollen die Regeln, danke niemals. Just take a seat.
Das war unser erster gemeinsamer Song. Jetzt bist du auch gerade so emotional wie ich. Oh Gott. Ja, Masseuse. Ich habe dich 16 geschätzt. Ist das richtig, Steve? Das war gar nicht so verkehrt. Ich bin aber eigentlich 13. Gut. Tut mir leid, dass ich dich älter gemacht habe. Das war nicht meine Absicht. Ja. Wirklich nicht. Oh yeah. Oh yeah. Der hat ja schon bald einen Zettel am Zeh, Mensch. Och Mann, hör mal auf. Was ist da los? Jetzt ist meine Heilfahne weg. So, Leute. Stellt Fragen, Mensch. Ich mochte der Steven, der wartet drauf. Alles gut. Ja, ich warte auf Fragen. Was ist da los? Geiler Song. So, ja, vielen Dank. Das Rauschen ist der Regen draußen. Wir lüften gerade. Was jetzt gerade richtig geil ist, Karl hat gerade die Tür aufgemacht. Die Leute hören jetzt dieses Regengeräusch. Aber richtig durch, ja. Das ist so ein geiler Song. Es schüttet draußen. Es ist ja Regen. Es ist nicht Rauschen. Ne? Jetzt müssen wir irgendwas Besinnliches spielen. Sei nicht meine Atmung. Ich hatte 2 Lungenentzündungen. Oh, Alter. Du bist bestimmt hier Patient 0 oder sowas. So, Freunde, wie viele sind noch da? Sind noch welche da? 160. Ist immer so um die 170 die ganze Zeit. 170. Okay. Was ist da mit den 200? Die Leute wollen Koko nicht teilen, dann verpassen sie was. Ja. Irgendwer fragt, ob du Single bist, Martin. Überleg deine Antwort jetzt gut, Martin. Ja. Nee, ich hab nicht zugehört. Was? Ich frag mal so, irgendwer sagt, frag, ob du Single bist. Ich frag mal gegen, überleg, bevor du anrufst, hast du einen Schlüssel dabei? Oh. Steven, bist du Single? Finster. Ich? Ja? Nee. Ich hab Bass zu Hause. Ich hab meine schönste Frau der Welt zu Hause. Ich hab einen Bass zu Hause. Einen wunderschönen Bass. Einen wunderschönen 1,85 Meter Bass. Aufgepasst. Ohne der Nacht. Ich hab dir das Stimmfoto vorhin geschickt von. An meine Frau. Steven. Was Frau. Hast du ihr das geschickt? Ich habe ihr das geschickt per Messenger. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Foto, weil wir hatten Mühe, wir haben denen vorhin schon mal so eine Stehhilfe untergestellt, dass er uns nicht hinfällt hier. Ja. Per Messenger? Woher kennst du eigentlich meine Frau? Ich hab geguckt. Das war irgendwas mit Gin. Okay. Du, da war wieder Ginny, wir müssen reden, wenn ich wieder zu Hause bin. Ginny? Hast du eigentlich die Schlüssel? Er meint nicht dich, meine Schwester Ginny, sondern seine. Wieso hast du die Schwester, die Ginny? Betrunkene Frau, oder? Du hast gesagt, wenn sie betrunken ist, dann ist sie Ginny. Ich denke, dass sie betrunken ist. Oder zumindest arbeitet sie daran, wie hoffentlich jeder jetzt heute. Jetzt wird sie emotional, sie ist betrunken. Das erste Mal. Oh, guck mal, jetzt kommen hier Herzchens, Kuss-Dinger und so. Ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Grün. Ihre wie halt. Mein Herz. Meister Schmidt, Gott. Ralf schickte mir das Nacktbild von dir. Oh Gott. Ja. Oh. Ralf, ich habe welches? Welches von jetzt denen? Jetzt wird es ja aber sehr indiskret. Das blieb doch unter uns. Da hatten wir doch drüber gesprochen. Ihr redet zu viel. Wisst ihr was? Ich trinke mal einen Whisky. Wir können mal was ganz Seriöses machen. Er ist hier so eingerichtet. Er hat bestimmt noch Webcams im Klo. Und bevor so. Wir in das gesamte dieser leeren Alkohol umsetzen. Sag mal, du wolltest eigentlich eine Flasche Whisky mitbringen. Hast du es eigentlich? Habe ich ja. Ist im Auto. So, der Linus und der Holger Händel, übrigens ein sehr, sehr geiler Gitarrist, wenn du mal einen richtig guten Kicker haben willst, Holger Händel. Black Flag. Haben gefragt, ob wir nicht einen eigenen spielen könnten. Was für ein Zufall. Wir haben einen eigenen. Du hast einen eigenen? Ja, aber du singst den ja mit. Ja. Wir spielen heute einen einzigen eigenen. Den wollen wir jetzt spielen? Den spielen wir jetzt. Ah, jetzt? Ach so. Ja, weil die Frage ja kam. Okay, gut. Den kann ich gar nicht spielen, aber kannst du ja machen. Danke, Luisa. Versauen wir euch den Abend. Wieso? Heute schon trainiert, fragt sie. Oh, was heißt nein, das? Ihr habt doch das vorhin gehört, dass also Martin zu Risikogruppe. Wenn ich das mal mache, dann machen wir zusammen CrossFit. Martin hat immer seinen Sauerstoffpack dabei. Sieht man immer. Doch, oder? Sein Zelt im Garten. Sauerstoffpack dabei, immer. Das ist das, was er draußen hat. Die Box ist zwar erst seit 6 Wochen geschlossen, bei mir aber, glaube ich, schon so ein Dreivierteljahr. Ach so, ja. Das ist so, im Fitnessstudio anmelden und nicht hingehen. Geil, typisch. Ja. Wollen wir das Thema wechseln? Das ist schrecklich. Im Fitnessstudio? Geil, danke Luisa. Du bist die Beste. Luisa ist doch deine... Fitnessstudio. Nee, das ist die andere Luisa. Ach, das ist die, meine Akkordeon-Luisa. Ich habe so viele Luisas. Ich kenne zwei Luisas. Warum kommen die eigentlich nicht mal mit? Die muss auch mal mitkommen. Die traut sich nicht. Die hat so einen Laborjob, hast du gesagt. Die will nicht wegen Corona. Die hat so einen Laborjob, hast du erzählt, ja. Ja, genau.
Wie gesagt, irgendwann, wenn der Corona weg ist, dann machst du Akkordeon. Ja. So, trinken, 10 Burpees. Kannst du gerne machen, während Linda. Du 10 Burpees machst, hauen wir jetzt den nächsten Song raus. Burpees. Der Mensch macht noch Burpees, oder? Alter Schwede, hast du eine Ahnung. Ja, ich kenn, ja. Im Leben eines Crossfitters besteht, also das Leben besteht nur aus Burpees. Das Leben eines Crossfitters besteht nur aus Burpees. Corridors of Misery. From Mr. Martin Clemens. Solitude is my newfound friend. We dance down the aisles of sin. The battles I fought and the hearts I broke seek to find me in my sleep. They find me in my sleep. I shot a man, looked him deep in the eye. His life slowly faded away. I held the hand of the devil that night. Now there's no turning away. Now there's no turning away. So tell me, son, what should I have done? This life held nothing for me. When dreams fade away, you tend to stray down the corridors of misery. And the corridors of misery. I worked all my life, I slaved for the man. I gave him my best years. I plowed the fields and I sowed the seeds for the harvest one day to come. For the harvest one day to come. Father promised me liberty. I stayed true to myself. So I took a gun and I shot the man for stealing my precious time. For stealing my precious time. So tell me, son, what should I have done? This life held nothing for me. When dreams fade away, you tend to stray down the corridors of misery. Down the corridors. So tell me, son, what should I have done? This life held nothing for me. When dreams fade away, you tend to stray down the corridors of misery. Down the corridors of misery. I had to face the truth in this life. You slave until you die. Greed is the devil's advocate. It will come and burn you alive. It will come and burn you alive. So tell me, son, what should I have done? This life held nothing for me. When dreams fade away, you tend to stray down the corridors of misery. So tell me, son, what should I have done? This life held nothing for me. When dreams fade away, you tend to stray down the corridors of misery. 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 Nation! What a beautiful song! Ich hab da mal kurzfristig noch ein Refrain eingebaut. Ich hab das gemerkt.
kann ja nicht mehr was dazu sagen. Es ist dein Song. Du kannst ja quasi machen, was du willst. Ne? Ja. Ich hätte jetzt auch einmal sagen können, Alter, ey, wir spielen doch immer so. Mann, das haben wir schon tausendmal so gespielt. Was ist denn das? Vollidiot. Cosima Scholz, du kriegst so viele Kommentare aus dem Ort, wie du willst. Er kriegt was? Nochmal. Nee, ich mag die Kommentare aus dem Off. Ja, deswegen kriegt sie so viele. Ah, okay. Ach so. Ah. Ah. Hier, das ist der beste, das beste Emoji ist das Glas Wein. Voll. Ja, mega. Trinkt eigentlich heute noch, ach ja, Ralf trinkt immer Wein, ne? Trinkst du eigentlich auch was anderes mal? Oder ist das Wein, das ist fein? Ich trinke auch gerne mal so ein Cremant. Das ist, kann man das essen? Das schmeckt richtig. Was ist das? Was ist das? Das ist das, was den Kühlschrank füllt. Nein, ich trinke auch mal Wasser. Das ist das nicht. Ich trinke eigentlich immer Wasser, außer heute trinke ich ausnahmsweise mal. Ja, ja. Ausnahmsweise mal Rotwein, ja. Philipp, Freddys Bruder ist auch da. Geil, dass du da bist. Freut mich sehr. Also in Ralfs Kühlschrank ist kein Wasser, da ist nur Cremant. Der Titel heißt The Corridors of Misery. Ist von Mr. Martin Connell. Kommt wahrscheinlich ja irgendwann demnächst raus, oder? Demnächst dieses Jahr oder so. Weiß man ja nicht. Du kannst jederzeit zu mir ins Studio kommen. Mit Mr. mit Mr. Steven Screams mit Z. Ich mach dir auch einen Sonderpreis. Gerne, Holger. Haben wir gerne gemacht. Martin, wie heißt deine Frau nochmal? Da will ich mir jetzt auch Gedanken drüber machen. Wie heißt sie nochmal? Er muss sie einsprechen. Das ist die Freddy. Die liebe Freddy. Mache ich mit Steven nochmal so ein Konzert? Oh, mal gucken, der redet so viel. Natürlich, Mann! Oder? Wir haben schon gesagt. Denk mal drüber nach. Die Frage hast du dir quasi selbst beantwortet, als du sie geschrieben hast. Na Logo, also wenn wir das überleben, machen wir das auf jeden Fall. Und man kann ja auch nicht immer noch über Franks singen, ne? Man muss ja auch mal den Rest des Songs singen. Ich bin übrigens dafür, dass du mal deinen Autoschlüssel abgibst, damit jemand rausgehen kann und den Whisky noch holen kann. Ist der schon alle? Ja, der ist alle, das Mann. Das war's? Ja, da passt nicht hier rein. Nee, ich habe brüderlich aufgeteilt, mein Freund. Wir hätten ja sonst auch noch was angeboten im Whisky. Ja. Oh, jetzt kriegt aber, der Vater kriegt jetzt hier Schweißperlen. Hoffentlich erwähnt er jetzt nicht den Guten. Ich muss hier mal aufklären, ne? Also, das ist hier, der nächste Tee ist jetzt wieder kalt. Ich könnte jetzt hier da Whisky bringen. Oh, nee. Martin, passt schon, ne? Jetzt geht's. Da geht von drauf spielen wir nochmal zwei Mal France und oh, Whisky. Prima Whisky, ja. Oh nein, guck mal. Philipp schreibt, by the way, nach dem letzten Bier habe ich auch Burpee gemacht. Ziemlich laut sogar. Super. Darauf ein Prosit. Das ist gut. Den muss ich mir merken. Peace. Hast du einen Lappen? Ja, das wäre. Habe ich einen Lappen? Komm. Gesucht, ich spiele in der Zeit ein Heavy Metal Power Solo auf mit meiner Corona-Dose. Scheiße. Da kommt keiner, da ist niemand. Ja. Alter Schwede, also du kannst auf jeden Fall nicht so gut genau werfen, deswegen, wie du Gitarre spielst. Genau deswegen habe ich hier gestanden. Steven, für den klaren Sound. Immer schön geputzte Seiten. Ne? Ihr habt das gehört, jetzt wirklich in der Küche. Mit Wasser und alles, naja, das habe ich gehört. Ja. Das ist live, da kann Dinge passieren. Sau meinen Holzboden ein, klippt das alles runter, ja. Heute nachher noch nicht, dass ich euch den Whisky zu. Den Schick haben wir vorhin gar nicht getestet, das müssen wir so eine Fly machen. So Leute. Eine wichtige Frage, was ist die Hauptstadt von Brunei? Was nochmal? Nee, von Elvis haben wir was von. Kannst du was von Elvis? Von Brunei? Ich kann tatsächlich. Hauptstadt von Brunei ist Irs. Ich habe irgendwas von Elvis da drin, in meinem Potpourri. Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, das ist. Wie geht das? Ring nothing but a hound dog. Achso. You ain't nothing but a hound dog. Die Version aus Steven's Potpourri, diese Elvis-Hommage. Jetzt gib mal deinen Schlüssel ab, komm. Hören. Wollt ihr das? Mein Schlüssel hängt vorne über dem.
Bitte nochmal den PayPal-Link. Ja, finde ich auch. Bitte nochmal den PayPal-Link. Ja, der PayPal-Link muss ab jetzt in ein, zweiminütigen Abständen gepostet. Die ganze Zeit eben, deswegen, ja, das ist ja das, was ich, nee, da, ach, das ist ja, ja genau. Spiegelverkehrt, ja, genau. Hier, guck mal, da, da, hier, da, warte, geht das hin, warte. Drag my body schon durch. Got my heart up in a beautiful well, I got my heart up in critical mess. Critical mess, beautiful mess. Should've known better when I took the risk. Haben wir aber nicht geübt. Ha. Nee, können wir mal machen. Aber wir haben jetzt einen von Tom Petty. Den könnt ihr mitsingen. Echt? Hab ich ihn übersprungen? Bei mir steht Bryan Adamson. Oh ja, du hast recht. Ah ja, wir haben ja geskippt. Martin, ja, wollen wir noch und danach Prost, kommt noch? Dein Lieblingssong mit dem Lieblingssolo. Wollen wir vorher noch Prost sagen? Oh. Steht dir das so durch, Martin? Aber das, ja, Prost. Sein. Kann mal einer Whisky holen? Das wäre super lieb. Tja, Karl. Teurer Abend. Tja, Karl, schon beim Alten verschissen. Ja, Hauseigner geht auch, ne? Nimm deinen Whisky. Also ich glaube, Steven sagt, Hauseigner geht. Ist es egal, ich habe die Limonade. Riecht hinten drin. Warum jetzt mal eine ganz chillige Version draus? Sag chillig, nicht langsam. Ich spiele den von Bryan Adams. Aber das Problem ist, dass du... Das ist das Lustige, glaube ich, das Lustigste war, wir spielen ja beide so ziemlich dasselbe Set. Das kommt vom Gitarre runterstimmen, das ist der Punkt, Sie. Vom Gitarre runterstimmen kommt das nämlich. Ja? Nee, wir spielen beide wirklich. Ich habe das erste Mal, als ich ihn live gesehen habe, war das so, ich habe gedacht, Alter, ich kann jeden Scheiß-Song mitspielen und mitsingen. Es war wirklich 1:1 original, das ganze Set. Und dann dachte ich mir so, außer was hat dieser Bryan Mann Adams, für einen, ne, unfassbar geilen Musikgeschmack? Bam! Yes! Und das ist dann, aber wir spielen halt völlig unterschiedliche Art und Weise. Und da zusammenzufinden, wenn man das so lange macht und den Song einfach verinnerlicht hast, ist fast unmöglich. Deshalb haben wir teilweise echt gesagt, du spielst deine Sachen und ich spiele meine Sachen. Ich spiele halt Sexy Chocolate Style. Das wissen nur die Zeller, sorry. Und die Bootstation. She says her love for me would never die. That'd change if she ever found out about you and I. She didn't know, yeah. When it gets too much, I need to feel the touch. I'm gonna run to you. I'm gonna run to you. Just when the feeling's right, I'm gonna run all night. Gonna run to you. She's got a heart of gold, she never let me down. You're the one who always turns me on and keeps coming round. I know your love is true, but it's so damn easy making love to you. I've got my mind made up. Touch, I'm gonna run to you. I'm gonna run to you. 'Cause when the feeling's right, I'm gonna run all night. I'm gonna run to you. When the feeling's right.
Das sind doch auch Momente. Das war so nicht geplant. Mega. Das war übrigens mein allererstes Konzert. In meinem Leben das allererste richtige Konzert im Bremer Weserstadion. Bryan Adams, 1994. Mega. Da war ich erst 6. Aber. Und. Heute. Ja, erzähl weiter. Ne? Das war Killer. Das war wirklich Killer. Bryan Adams, ich hab. Der hat so abgeliefert. Ich hab Bryan Adams, ich glaube, in Berlin gesehen. Das ist so ein Entertainer. Und das was mir an Bryan Adams. Ich glaube, am meisten geflasht hat, ist, dass der die ganze Zeit, der ist so, der wirkt so nett und charming. Das ist unfassbar, oder? Ja. Selten jemanden gesehen, der so eine Ausstrahlung hatte. Ja, wie alt ist der mittlerweile? Der ist boah, der ist auch. Der ist 60, was? Ja, nein, du bist auch da. Mega gut, also das ist so ein Brad. Was ich krass war, der hat ja in 86er Scheiben so, Cuts Like a Knife, das war ein mega Sound damals schon, ne? Unfassbar guten Ton, dieses Scheiben. Und sein Leadgitarrist, ne? Diese winzigen Dinge, die der da reinspielt, das ist, ne? Das ist genial. Also, übrigens war Bryan Adams. Der Sound war immer geil. Drum-Sound haben wir mega, auch. Mega. Ja. Bryan Adams mit seinem Gitarristen zusammen waren die ersten Menschen, die ich Stage-Diven sehen habe. Das war der Oberwahnsinn. Freiwillig oder mit Whisky? Freiwillig. Übrigens, auch ich sehe hier diesen leckeren Connemara Whisky. Ja. Guck mal her. Ja. Karl, du hast richtig verschissen, ey. Du darfst morgen das Auto waschen. Das ist ja von Karl, nehme ich. Okay. Nein. Mein, unser ehemaliger Gitarrist Rudi Kratsch, kam vor 2 Jahren, glaube ich, bei mir an. Wir wollten ein bisschen Mucke machen, das war bevor das mit den Dramatics richtig losging. Wir wollten uns mal so ein bisschen beschnuppern, sage ich jetzt mal. Wir kannten uns natürlich schon länger, aber wollten wegen des Projektes uns mal ein bisschen beschnuppern. Und dann hat er gesagt, ich bringe einen geilen Whisky mit. Und dann Rudi, richtig geil, diesen Connemara Whisky rausgeholt und sagt, der ist so geil, den musst du jetzt mal trinken. Und er sagte, damit schön die Lippen benetzen. Ja? Und dann, ich habe mich wirklich den halben Abend drauf gefreut. Und dann holt er die Pulle raus und dann sagt er, scheiße, ich habe die leere Flasche eingebracht. Ja, die leere Flasche mitgebracht. Und das ist jetzt quasi meine erste Gelegenheit, mal so richtig Connemara Whisky zu trinken. Ah, nee, Quatsch, er hatte eine ganze Pulle mit am 1.2. beim Auftritt in der CD-Kaserne. Ich glaube, die Pulle hat er auch leer gemacht den Abend. Auf der Bühne. So hat er auch rausgesehen. Aber das war auch für den Tag völlig legitim. Martin, machst ja. du was für die Briten? Wurde was gesagt? Was? Spiele auf? Wer stellt Spiele auf? Was? Er übt mit Martin? Wer ist André Ferling? Ist das André ist bei den Sputniks mit dabei an der Gitarre. Die Sputniks? Ja. Was sind die Sputniks? Das ist die Inklusionsband, die ich leite über meine Arbeit bei der Lobetal-Arbeit. Ah. Ja, das ist so eine Coverband mit behinderten und nicht behinderten Menschen, wobei cool. Die Frage wirklich, also es ist wirklich, der Übergang ist schwimmend. Man weiß nicht, wer wirklich behindert ist von uns. Verstehst du, was ich meine? Das geht mir. Ja, das geht so. Es ist so ein fließender Übergang. Leute. Kurz ein Gruß auf Englisch. Phil, Eddie, everyone else, every English-speaking person tonight, cheers. I'm very, very glad that you're here. And I hope that you can understand a couple of words we're saying. Cheers. Slanche. And sorry about the Irishman. I'm sorry. Oh, come on. Ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Ich habe englische, Mann, irische... Fuck you. Ich habe irische... Mein Ur-Ur-Opa war Ire. Und außerdem tust du ja mehr so wie ein Norweger und sowas, ne? Ja, ja. Wie ein Wikinger, ne? Ich weiß, ja. Das haben die Iren so anders. Norweger mit italienischen Einschlag, damals waren die Iren schon... Norweger mit italienischen Einschlag. Ich hätte auch schon lange mein T-Shirt ausgezogen, aber ich darf nicht, wegen Corona. So, jetzt kommt ein Song. Ein Song... auf den freut Steven sich schon den ganzen Tag. Verreiß ich sowieso. Ist wieder so ein Song, falls er anfängt zu pfeifen, nicht wundern. Kennt ihr diesen,
Der Typ, der auf hoher See verloren geht und dann mit dieser Rettungsweste. Kennst du die Serie? Ich sag nur Titanic. Komm zurück, Jack. Jack, komm zurück. Super. Ich will ein anderes Lied. Ey, komm, es wäre Platz genug auf der Scheißtür gewesen. Das wissen wir alle. Toll, und dann wären sie beide festgefroren. Ist doch egal. Nee, hat sie nicht überlebt? Ah ja, doch, sie hat ja überlebt. Ich hab die nie gesehen. Ohne Scheiß, ich hab die nie gesehen. Sie hat überlebt. Ich hab die nie gesehen. Aber die Uhr ist abgelaufen. Die ist schon lange abgelaufen, ich hab die gar nicht gesehen. Du musst anfangen. Ach ja.
zu pfeifen. Ich höre mir das nachher nochmal an, aber ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ich fand es da gut. Das lassen wir so online für die nächsten 35 Jahre. Ja, ja, das wird dieses, damals als Steven das Solo von der Live gespielt hat. Gib mir noch eine E-Gitarre, verdammt Axt. Erinnert ihr euch an das Helden-Solo von Steven, wie er damals auf den Knien um seinen Stomper rumrobbte? Wie viele sind denn da? Wie viele sind noch da? Sind noch da? Welche? Wie viel? 160. Ja, geil. Aber es bleibt konstant. Das ist doch... kann man ja auch nicht meckern. Der eine oder andere ist vielleicht vom Sofa gerutscht, aber sie sind prinzipiell dabei. Ja. Ist doch so, oder? Sind wir noch wach? Hallo. Will die Unterwäsche gegen den Bildschirm... Was? Wirft. Ach so. Ach, deine Frau. Will die Unterwäsche... Ach, das sind ja, ich musste auch kurz nachdenken. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen Gas geben. Deine Frau ist schon ein bisschen weiter als wir. Die ist sowas von weit. Ginny ist voll auf ihrem Element jetzt. Hervorragend. Pearl Jam. Nirvana. Ja, Nirvana. Aber Nirvana haben wir nicht, ne? Also ja, ich... Ja, wir alle können das genießen. Ohne Scheiß, den habe ich noch nie gespielt. Und echt nicht? Ich konnte den noch nie spielen, weil ich mich einfach nicht wirklich drum gekümmert habe. Also, hast du Nirvana überflogen oder interessiert dich? Wenn ich das jetzt sage... Werde ich gehatet ohne Ende. Dann hast du nur Nirvana 60 Leute. Nirvana haben mich tatsächlich nie so gekickt. Ich war mehr so der Alice in Chains und definitiv der allergrößte Pearl Jam Fan. Mich hat Pearl Jam nie gekickt, deshalb habe ich das Solo verkackt. Ja. Nein, ich liebe Eddie Vedder. Ja. Ich liebe Eddie Vedder, ist für mich einer der mega. Aber ich war immer ein Audioslave-Typ, tut mir leid. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Nee, das ist ja nicht, das hat ja mit Grunge, mit der Ära überhaupt nichts zu tun. Ich war dieser Temple of the Dog-Typ. Ja, aber Temple of the Dog ist ja quasi fast Pearl Jam. Ist ja, Pearl genau. Jam mit Chris Cornell. Mit Chris Cornell, genau. Mit Chris Cornell. Möge er in Frieden ruhen. Einer der geilsten. Genau das. Und das waren immer meine Roots. Wir sollen was von Dillinger Escape Plan spielen. Wir müssen noch einen Start und eigentlich nochmal aufgreifen. Also Steven, wenn das mit der Musik nichts wird, du kannst auch als Whistleblower nochmal eine richtige Karriere starten, haben wir hier gelesen. Finde ich. Boah, Temple of the Dog, ja. Als Whistleblower. Ich meine, nichts mehr wird, kannst du noch Whistler. Ah, Whistler, ja, auf jeden Fall. Machen wir weiter. Melatica. Ja, Metallica. Sam I Am, geil. Eine der geilsten Bands ever. Kennst du Sam I Am? Wen? Sam I Am, nee, sagt mir nichts. Das klingt japanisch. Nein, das ist eine das ist so richtig nicht. Geile amerikanische Emo-Punk-Band, aber noch aus den geilen Emo-Punk-Zeiten. Ja, die sind mir meist so traurig. Nee, die waren Hammer. Sam I Am, Killer. Wirklich. Johnny Cash Killer. Hätte ich gerne nochmal was von. Ja, achso, du hast das andere gesehen, ich wollte gerade sagen, den haben wir schon gespielt. Scooter haben wir auf jeden das Fall. Das ist noch meine Programm. Natürliche Bartfarbe, ja. Scooter kommt. Ist eine Scooter ist unser Rausschmeißer. Und wie war euer Urlaub? Heiter. Oh, der war. Frank Turner, ja. Frank Turner hat's ja. Sugar, Phil. Wie soll was von mit Sugar? Mit Sugar, auf jeden Fall. Ja, super. Super. Ihr könnt denn was? Nächsten Peck-Frost-Film machen? Was für ein Peck-Frost-Film? Was ist ein Peck-Frost-Film? Ich verstehe die Leute nicht. Das ist alles nur Kauderwelsch. Simon, wir haben vorhin schon... Five Finger Death Punch. Dave Grohl. Ja. Mach den Dave Grohl. Wir haben vorhin schon Times Like These gespielt. Was haben wir denn überhaupt Liste jetzt, bevor wir uns hier wieder in Wund und Rage reden? Ah ja. I won't back down, yes. Sagt mein Pat. Let's do this. Und damit das besser flutscht. Ich begleite dich mal am Chin Steak. Chin. Wir wollten den Shaker ausprobieren. Machen wir. Mal gucken, wie meine Motorik noch. Ich gebe dir Zeichen. Oh. Wenn du nicht weiter kannst, pfeif einfach.
Wenn wir die Stehhilfe wiederholen sollen, sagst du Bescheid, ja, Steven? Check. Okay, Leute, jetzt ohne Scheiß. Ich möchte, dass ihr euch aufnehmt, wie ihr den Song mitsingt. Und dann möchte ich, dass ihr das in die Kommentare mit reinpostet. Das wäre... Ja, und wir gucken uns das alle Killer. Live an. Das wäre Killer. Ja, ihr postet, also ihr nehmt euch jetzt auf, wie ihr den Refrain mitsingt. Den kann jeder. Auch mit 3,8 im Kessel. Da wäre auch eigentlich wär viel besser so eine... Wie so eine... Nein. Okay, dann... Ah. Siehst du, da sind schon wieder die sind schon wieder diese... Also nehmt euch auf, okay? Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground. I won't be turned around, and I keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Won't back. Hey, baby, there ain't no easy way out. Won't back. Right, I got just one life in a world that keeps on pushing me around. Stand my ground when I won't back down. I won't back. Hey, baby, there ain't no easy way out. Eure Chance, jetzt mal mitzusingen. I want back, hey, baby, there ain't no easy way out. I want back, hey, gonna stand my ground, and I won't back down. Das war sehr ärgerlich. Viele, viele, viele meiner Zeller Freunde sind auf die letzte Tour, die er in Europa gemacht hat, unter anderem dann in Deutschland, gefahren, haben es besucht und die haben mich damals gefragt, ob ich mit will. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe gerade nicht so die Zeit. Und ja. Und dann war es das. Ne? Ich habe gesagt, ich komme das nächste Mal mit und es gab kein nächstes Mal. Das ist, der gute Herr ist gestorben. Ja. Ich hab ihn nie live gesehen. Das ärgert mich bis heute. Das ärgert mich wirklich. Burpee Luisa fragt übrigens, ob du nochmal was von Chuck Reagan singen könntest. Hast du noch was von Chuck Reagan? Ich habe alles von Chuck Reagan. Also von mir aus kannst du eins spielen. Ich würde den Rahmen sprengen quasi. Wir düngen erstmal durch unser Programm durch und dann schauen wir mal. Mein Bier ist leer. Das ist nicht gut. Oh, kannst du meine, das wird nicht gut. Kannst du meine Stimme auf den Monitor? Ich höre mich mal. Komm. Hier.
bisschen. Jetzt. Angst vor Koppel, ich trau mich nicht. Wieso? Koppel? Das Mikro kriegt sich laut. So ein Tückchen, ja, das reicht mir doch schon. Nur so ein bisschen, du kannst mir, ich bin ein alter Studiohund, ich kann auch trocken singen. Ich brauch keinen Raum. Heute sowieso, ne? Nur, dass ich weiß, dass das wiederkommt. Irgendwie ein bisschen. Alex sagt, irgendwas kommt per WhatsApp, jetzt muss ich gucken. Der Albanese... Plus das Shelly. Ach, Shelly, ja. Ja, Sena, alte Säge. Shelly! Ich grüße euch. Hier ist nichts angekommen. Ja, more Cowbell. Es gibt diesen Cowbell-Generator. Der Olli. Bier. Applaus für Olli. Bier, wo ist meins? Ich brauche auch mal. Ich habe nur Bier aufgemacht, da brauche ich keinen Applaus. Phil sagt mehr Cowbell. Und ich muss alles gut. Da ist gar nichts mehr drin. Scheiße. Warte, Fadi, kümmert sich. Papa, das ist jetzt dumm gelaufen. Ne? Papa, mach mal doch Bier. Aufgeflogen. Ne? Jetzt machen wir Männerportionen. So, Leute, wie sieht's aus? Ich will noch eine Frage beantworten. Also ich, nicht zwei. Ich, Steven. Chuck Reagan wäre richtig cool. Ihr das habt alle den Anfang verpasst, oder? Ja, wir haben schon Chuck Reagan gespielt. Wir haben Chuck Reagan gespielt. Das ist immer das, was ich so... Ich meine, ich liebe Chuck Reagan. Ich bin ja mit Chuck Reagan fast groß geworden. Und eigentlich ist Chuck Reagan ja auch mein leiblicher Vater. Glaube ich. So, Prost, ne? Nicht berühren. Du spielst ja auch relativ viele Chuck Reagan-Songs. Nee. Oder? Gar nicht? Du hast nur dieses... Den von Hot Water Music. Okay. Aber das ist auch Hot Water Music. Nee, Chuck Reagan ist aber... Die Frage ist hier gerade, ob wir noch Schüler nehmen. Nehmen wir noch Schüler? Wir nehmen Schüler. Wir beide zusammen. Ob wir noch Schüler nehmen? Ja, sehr. Ja, natürlich. Ja. Wir machen bestimmt auch mal zusammen irgendwann einen Workshop, oder? Ich würde vorschlagen, dass wir mal einen Workshop machen. Ja. Ich glaube, das wäre eine geile Idee. So ein Gesangsworkshop. Ein Workshop im Pfeifen. Oh, Time to Wonder. Hier wird gesagt, bitte Time to Wonder, sag mal was dazu. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Ein Song, den ihr gerne spielen würdet, aber noch extrem Respekt vorhabt. Time to Wonder. Auf jeden Fall Time to Wonder, ja. Ja. Das ist so, hier, schneid dir mal deine Mandoline um da. Ah nee, spielst du gar nicht mit Mandoline. Nee. Ach, das ist verrückt, ne? Ich hab das alles. Jetzt kommt der Zungen. Sena, wenn du unser Praktikant wärst, dann geht das voll durch die Decke. Sena ist ja so ein, Sena ist ihr Best DJ in the House. Geil. Hannover, ne? Wenn ihr mal einen richtig geilen DJ sehen wollt, der nicht nur Mucke macht, sondern auch ein Entertainer vom Herrn ist, dann guckt ihr euch Mr. Sena Ramadani an. Geil. Ja. Und seine... Über den haben wir vorhin doch auch gesprochen. Ja, genau. Ich rede immer, siehst du, Sena, in den höchsten Tönen von dir. Und von deiner Frau natürlich auch, Michelle Seifert. Ich würde jetzt gerne aus Spaß sagen, er hat Scheiße erzählt, aber es ist tatsächlich nicht so. Wer eine meiner Videos gesehen hat, Michelle Seifert, meine geschätzte Kollegen. Ja, das gehören ja zusammen. Ja, Michelle ist auch mega. Ja. Und hast du 34 plus 96 jetzt ausgerechnet mittlerweile? Die Wurzel aus 5. Genau. Ralf Giese. Willst du mal... Ja, das André schreibt gerade. Auf so eine lästige machen? Und was, dass ich dich auch... Alles hat seine Zeit, das wird sich auch fügen. Der André möchte, dass der Ralf mit seiner Band auch mal spielt. Deiner Band, falls du Lust hast, Livestream. Ist das normal, dass die Leute so schreiben? Was ist denn hier mit Satzzeichen und so? Das ist Facebook. Das ist der André von... Aber was ist mit Grammatik da das hier? Da muss aber mal nachgesteuert werden. Das ist der André von der Band Sputniks. Ich kenne das nicht.
meine Inklusionsband. Du musst zuhören, was er dir erzählt. Oh, du musst zuhören. Jetzt habe ich verstanden. Ah, okay, André, wir Song. Machen das zu gegebener Zeit. Ich muss ja hier mal böse tun und wenn irgendwer anders hinzufügt, können wir das dann nicht machen. Ein bisschen aus dem Bild. Nein, das ist ja nicht böse, das kann ich ja nicht wissen. Woher soll ich das so, wissen? So, okay, ey, wir warten übrigens noch auf eure Posts. Ich habe nichts gesagt. Wir warten übrigens noch auf eure Posts. Also, wir wollen eure Mitschnitte sehen. Whisky-Tipps abgeben. Und Bilder, sind schon Bilder gekommen oder nicht? Hat irgendwer was geschickt? Okay, dann wollen wir wenigstens, dass ihr den nächsten Song mitsingt und das aufnehmt, bitte. Welches? That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes in airplanes. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world till it's all needs. Don't miss every road needs. Feed it up and knock, speak, but no strength, no ladder. Struck the clatter with fear. Fire down our wire and the fire. From 77 gates under government fire. Combat sight, left it wasn't coming in a hurry. With the fuse being down your neck. Tim reporters babble Trump to the crop. Oh, look at that low plane, fine. Then, overflow population, come and group. What to do yourself with yourself. This time sees no little the heart bleed. Tell him in the rapture in the reverend right. Right, my patriotic stand, but neck right feeling. Pretty sight, it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. 6 o'clock TBR, don't get caught in foreign trial, slash and burn, return, listen to yourself, John. Document a uniform book, burning blood, letting every motor escalate. Automatic, incinerate, lighter, kind of lighter, motor, step down, step up. Wash your heel, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steering clear. Tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I'll decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. The other night I tripped on ice, continental drift, divine mountain, San Adelaide, laying at Bernstein, laying at Brashnap, Benny Bruce, and Lesserback, Brother Johnny, cheesecake, jelly, beef, boom, my symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Also ich finde den Text wirklich sehr schön. Er hat sowas sehr Lyrisches, finde ich, Martin. Findest du nicht auch? Es hatte was sehr Whisky-haltiges. Es hatte was sehr Whisky-haltiges. Wieso muss so viel Text in einem einzigen Lied drin sein? Sag mal, wieso diese unfassbare Textmengen? Ja, Martin, du musst auch leben, weil die Bilder. Ich hatte den auch. Das geht in die Geschichte. Date Zone! Yeah! Heilige Mutter! Donnerwetter! Steven Brauner und Schnaps! Das war schnell. Wenn ich noch einen Schnaps trinke.
Ja, war nicht. Boah, Danger Zone haben wir gespielt am 1.2. Ey, Kenny Loggins. Das ist Kenny Loggins. Das ist die Hitmaschine aus den 80ern. Der ist auch schon tot, ne? Nein. Ist der gestorben? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Der lebt noch. Der singt ja alles so saumäßig hoch. Kenny Rogers vielleicht, aber nicht Kenny Loggins. Aber es ist ein geiler Song. Mega geil. Hast du den Original Ja. Ja. Und der hat auch Footloose hat er auch geschrieben. Ja, Footloose, cut loose, kick off your Sunday shoes. Please, Louise, got me off my knees. Get back, la 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 la. Everybody got good blues. Yeah, was gibt denn hier? Ah, der ist geil, ne? Was ist das auch da? Eure Bar. Das ist mein Eure Bar. Habt ihr das auf euren Kopfhörern gehabt? Das ist mein Ja, ja, ist nett. Kann man machen, ja. Mario Barth hat mein Lachen kopiert. Das habe ich, ne? Das ich Jens Wonneberg, ich schicke dir ein liebevolles F-Dich. Steven, fand ich, weißt du, vorhin haben wir erst über ihn gesprochen. Vorhin haben wir über ihn gesprochen. Jetzt hat er Lachen kopiert. Jetzt hat er, ne? Das hat er von mir übernommen, der Sacke. Mario, wir müssen reden. Aber du hast immerhin mehr Haare als er. Das wird auch so bleiben. Was spielen wir denn jetzt? Oh, habe ich eigentlich. Wie viele Leute sind noch da? Haben wir eigentlich noch, eins von diesen 13er Bieren im Kühlschrank? Man Must Dance ist richtig geil, aber können wir nicht. Haben wir nicht geübt. Was für ein Dance? Genossi, ja. Das ist auch so ein ne? Ist Top Gun 2 mittlerweile auf Amazon? Ich glaube. Nee, die haben doch die Veröffentlichung haben sie doch verschoben, ne? Auf November oder sowas irgendwie so. Ja, ne? Oder später, Tom, Juli oder. Ich danke dir. Juli, nee, November ist glaube ich zu spät, aber Juli, glaube ich, kann das sein? Top Gun 2, wenn, ich glaube, ich wollte gerade sagen Bruce Willis, aber der ist ja gar nicht dabei. Wie heißt er? Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Ist der, wenn, ich denke ja mal, der ist ja bei Scientology, ne? Ja. Oder? Der war auch bei Scientology, genau. Ja. Phil, das ist eine berechtigte Frage. Warum weiß hier überhaupt jemand oder irgendwer, wie sich die Lache von Mario Barth anhört? Wir werden es nicht erfahren. Wie lacht denn Mario? Ich habe keine Ahnung, wie lacht. Ich lache wie Mario Barth. Kennst du, ne? Da macht er so. Oh, da. Hab ich mir das. Vielleicht hat er so adaptiert oder so. Oh! Hätte ich ja Bock drauf, ne? Boys of Summer. Fängst du an oder fang ich an? Ich fange an. Das muss ich echt überlegen. Führ mal langsam, bitte. Summer's out of reach. Empty lake, empty streets. Sun goes down alone. Driving by your house. No, no, you're not home. I can see you. Brown skin shining in the sun. You got your hair combed back and your sunglasses on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. Sunglasses on.
saw black flag stick on a Cadillac. Little voice inside my head said, don't look back, you can never look back. But I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I shouldn't let them go back. I can see you, brown skin shining in the sun. Set the cap on down and radio on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the voice of summer has gone. I can see you, brown skin shining in the sun. You got your cap on down and radio on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the voice of summer has gone. Ja, ich hab ihn noch gerettet. Ich wollte erst pfeifen. So, Leute. Okay. Pass auf. Ich geb dir, weil ich so großzügig bin, jetzt Raum für einen Chuck Reagan Song. Eigentlich muss ich dringend zur Toilette. Spiel mal eine Runde. Chuck Reagan Song? Aber welchen? Such dir einen aus. Ich hab keinen. Ich muss in meine Liste gucken. Er muss pinkeln, hervorragend. Wir spielen etwas anderes. Kannst du auch moderieren stattdessen, das geht auch. Ne? Da muss er mitsingen. Wir können auch Martins Klogeräusche moderieren quasi. Das wäre auch hervorragend. Das ist immer so, wenn ich Leute fragen, irgendwie so, ey, was spielst du denn so? Und dir fällt absolut nichts ein in dem Moment. Das ist immer die großartige Wahl. Wir haben hier. Haben wir den Chat offen? Dieser Bremsfallschirm? Brauchen wir den Kontext dazu? Gibt es da irgendwas zu, was den Bremsfallschirm erklärt? Ich krieg leider die ganzen Sachen nicht mit. Liebe den Song. Kann. Welchen Song? Boys of Summer wahrscheinlich. Okay. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, No Fucking Way. Metallica habe ich immer übersprungen. Gerade die Solo in Boys of Summer ist ja legendär. Welches Solo? Das, was ich versucht habe zu spielen? Nein, im Original ist das. Da sind ja tausend Sachen drin. Hast du mal. Eine Mörderproduktion. Hast du mal das Ding durchgehört? Das ist unfassbar. Damals, als man für eine Aufnahme noch 10 Wochen Gitarren aufgenommen hat, ja. das ist super krass. Sweet Child of Mine, ja. Meet You in the Middle. Meet You in the Middle. Sweet Child of Mine ist auch sehr verbraucht. Wo gehört der Bremsfallschirm zu? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Das müssen wir nochmal ergründen, was da noch kommt, ja. Billy Idol würde ich total gern spielen, aber... Martin ist ja nicht da, dann können wir das nicht spielen, ne? Da muss Martin halt... Billy Idol ist halt Martins Metier, ne? Genau. Quasi. Aber Martin ist auf dem Klo. Martin, bist du schon... Martin, bist du schon fertig? Martin! Blende mal Martin auf den Klo ein. Lächeln, wir gehen jetzt live, Martin. Bitte lächeln, wir gehen jetzt live. Martin. Ich hab seinen Schatz. Warte. Was hat gemeint? Warte. Hier, Batman? Mach ich gerade eine Frau. Super gut. Boah. Ist das warm? Ich bin klitschnass. Ja, nicht an Temperatur. Ach, ihr seid das. Ich bin klitschnass. Donnerwetter. Oh. Jetzt fällt mir der Song ein. Jetzt fällt mir der Song ein, den ich hätte machen können. Ja, mach mal. kennt jeder. Das ist voll easy. Pass auf. Also, geht ungefähr so. Kann jeder mitmachen zu Hause. Warte. Einfach nur kurz. Ed Sheeran. Ja, genau. Vergiss es. No fucking Ed Sheeran. Es geht doch. Oh Lord. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord,
Won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until free. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Yeah. Janis Joplin. Muss ich wieder zurück in mein Zelt? Ich hab auf den Moment gewartet, wo du in der richtigen Tonne mit der Gitarre loslegst, Steve. Oh Lord! Ja. Nein. Sind noch ein paar Leute da? Ja, nur noch um die 150. Donnerwetter, die bleiben dabei. Geil. Bob Seger, Turn the Page, ja. Absolut. Habe ich im Programm, haben wir aber nicht drin. Steven, nenn mir mal die peinlichste Situation bei einem Gig, die du erlebt hast. Oder die größte Panne. Von heute oder generell? Ich wollte gerade sagen, heute mit inbegriffen. Das wäre nämlich mein Solo von Alive. Ich warte, sag dann mit dem Solo ausblenden und was anderes nehmen? Wäre es zu einfach die Frage. Mein Alive-Solo. Die peinlichste, das ist echt schwer, weil ich, da gibt es, glaube ich, gar nichts. Oder die witzigste Erlebnis. Das witzigste Erlebnis ist immer dann, wenn ich eigentlich nicht da bin. Ich will mir mal Gedanken machen. Das sind die Gespräche nachher tatsächlich, die man dann immer. Das ist immer so, wenn Leute dich fragen, ob du zum Beispiel ob sie mal in den Backstage-Bereich dürfen, weißt du? Das sind immer so, wo du dann sagst so, oh, was willst du da? Ja, so, ja, Backstage. Ja, nee, die kennen hier so Steel Dragon. Ganze Sachen. Und denkst du so, ey, der Backstage-Bereich ist der überschätzteste Bereich der ganzen Welt. Da wird gefurzt. Da liegen die Schlipper rum. Da sitzen desillusionierte Musiker. Oder? Ja, absolut. Leere Bierflaschen. Das ist nichts mit Rock'n'Roll und Party und so. Und dann spielen aus Langeweile. Eigentlich sind die Räume sind auch meistens leer, weil alle am Malochen sind. Oder? So sieht's aus. Und Whisky gibt's auch keinen normalerweise. Eigentlich nicht. Nein. Das ist eine Ausnahme heute. Du bist der Frage ausgewichen, das lassen wir nicht durchgehen. Die peinlichste Situation, bitte. Schack. Wurde dir schon mal ein Schlüpfer auf die Bühne geworfen? Ja. Schon alles, ich habe alles auf die Bühne. Es hängt sogar Dinge bei mir zu Hause. Ich habe gesehen, den BH. Guckt Lars noch zu. Lars hat mir seinen BH auf die Bühne geworfen. Alter Schwede, Grüße. Lars, warum den BH? Ich bin aber tatsächlich, ich muss dazu sagen, ist nicht viel peinlich. Ich glaube, das ist eine schlechte Frage. Anja könnte jetzt Geschichten erzählen, ne? Ja, die Anja, die hat ja auch mal Storys erzählt. Anja hat immer eine Geschichte auch. Ähnlich am Start, ne? Ja, ja. Könnt ihr Anja jetzt anrufen, dann kann sie was erzählen. Du musst Anja vorbeikommen. Anja, komm vorbei. FaceTime uns jetzt. Deine schlüpfrige Geschichte. Ja, wir haben Schlüpfer, wir haben wieder Schlüpfer eingebracht. Alles ist gut. Verena. Schlüpfer. Schlüpfer. Er hat Penis gesagt. Nein. Penis. Oh. Hab ich Penis gesagt? Jung, er ziert sich. Er antwortet nichts. Ihr habt gefragt, er antwortet nicht. Er ziert sich einfach. Es gibt ja auch nichts. Er ziert sich einfach. Man kann da nichts machen. Er lässt sich nicht locken. Was war denn die Frage jetzt genau? Die Frage war der peinlichste Moment. Der peinlichste Moment? Und nicht heute. Ach so, okay. Der peinlichste Moment war tatsächlich... Also, mein peinlichster Moment für einen Gig war tatsächlich, ich bin halt irgendwie, ich habe meinen Kram eingepackt ins Auto, wie ich es immer mache. Ich fahre zum Gig, komme an und packe ich immer meinen ganzen Kram auf die Bühne und dann baue ich schon auf. Erst kommen die Kabel, so, das sind die Techniker, ne, die Kabel kommen erst rein irgendwie, dann
schließe ich alles an und ganz zum Schluss hole ich meine Gitarre aus dem Koffer und ich habe immer so Koffer, die sehr leicht sind, also Leichtbaugeschichten, die halt nicht viel wiegen, weil du keinen Bock hast, irgendwie großartige Sachen zu schleppen. Und ich habe aber auch Koffer noch von früher, die wiegen halt, ja, wiegen so viel wie ein Ölfass. Und da bist du es halt nicht gewohnt, weil wenn du diesen Leichtkoffer annimmst und deine Gitarre nicht drin ist, weißt du das. Aber wenn du diesen fetten Koffer annimmst, dann weißt du es halt nicht. Und ich komme dann halt so und der Typ sagt, ey, ja, mach mal eine Gitarre klar, lass mal was spielen. Und ich klappe diesen Koffer auf und meine Gitarre ist halt nicht drin. Ich habe meine Gitarre zu Hause vergessen, weil ich dachte, die wäre im Koffer. Das ist ein peinlicher Moment. Ich hatte das mal an der Bootstation. Thomas, bist du da? Der weiß das noch. Falling Bostel, Bootstation. Wir fahren Sören Schmidt. Ich glaube, Julian und Jens. Nee, Julian? Doch, Julian war noch dabei. Und wir sind losgefahren nach Falling Bostel. Über die Panzerringstraße, weil was ich, Falling Bostel. Kommen da an und laden aus. Und du musstest oben an der Straße, musstest du parken. Und dann musstest du ungefähr 300 Meter serpentinenmäßig da runter und den Scheiß da runter schleppen. Das war echt immer eine Plackerei, ne? Und wir schleppen den ganzen Scheiß runter, bauen auf. Wir waren um 17 Uhr da, um 19 Uhr sollten wir loslegen. Und so um 17:45 waren wir dann an dem Punkt, wo wir dann dachten, jetzt wäre der Moment da, das Mischpult anzuschließen. Ich sag, hast du das Mischpult eingepackt? Welches Mischpult? Ich dachte, du hast das Mischpult eingepackt. Und dann sind wir da hingefahren ohne Mischpult und standen blöd da, haben Freunde angerufen und ich glaube, die haben sogar noch ausgeholfen. Also hier Jens, unser Bassist, der wohnt ja da in der Gegend und spielt noch bei der Band Orange und die haben uns ein Mischpult geliehen. Und das Geile ist, das nächste Mal, wie ich da gespielt habe, da war ich, glaube ich, sogar alleine. Nee, mit Sören alleine. Das stand zwei Anlage, ne? Da habe ich das Mischpult mitgenommen. Aber das Netzteil nicht. Und wir haben keinen erreicht. Und ich musste wieder nach Celle fahren, während Sören aufgebaut hat. Muss ich nach Celle fahren. Und die 60 Kilometer. Da hätte ich bestimmt viel geliebt. Und nochmal schnell das Netzteil zurückholen. Wir haben hier nette Infos. Also es muss ein Foto geben von Martin im Dino-Kostüm. Das wurde für lustig befunden. Ich kenne das. Wer hat das geschrieben? Mich würde das mal interessieren. Der Bediener ist gerade nicht da hier. Dino-Kostüm, das müssen wir nochmal sehen. Das ist würde mich Kelle da? Interessieren. Ja, Kelle hat das geschrieben. Natürlich Kelle, hat das Kelle, ne? Geschrieben. Haben wir eine Beweisfolge? Kriegen die da was hin? Das würde mich also schon. Also, pff, weiß ja nicht, was du da erwartet. Das ist vielleicht alles nur gelogen und gar nicht wahr am Ende. Du Sau. das war in der CD-Kaserne. Ja, ein Onesie. Und da haben wir richtig einen hingelegt. Anja hat früher immer. Gibt's aber auf meiner Facebook-Seite, das ist zu sehen. Ja, aber es reicht ja mein Kopf. Ne? Und Anja hat früher immer die pinken Schlüppi von Wiebke auf die Bühne geschmissen, von Vivi. Hm? Die sind danach bestimmt rübergekrabbelt. Habe ich das richtig interpretiert? Und die lagen auf der Bühne. Die Aliens. Ja, die lagen erst links und nach einem halben Song lagen die in der Mitte und am Ende des Songs lagen die rechts auf der Seite. Ne? Ja. Und keiner hat sie angefasst, aber trotzdem waren sie auf der anderen Seite. Okay. Oh ja, dann weiter. Da muss ich mal in die Trickkiste greifen. Ein Fotograf schrieb auch, dass er auch mal seine Kamera zum Shooting vergessen hat. Zu dir noch mal ein bisschen Mucke machen? Ne? Was hast du gesagt? Ein Fotograf, den du kennst, der ist mal zu einem Shooting gefahren ohne Kamera, schrieb er gerade. Das wollte ich nochmal so aus dem Gedächtnis zitieren hier. Das ist auch geil. Ja, ja, das ist natürlich auch echt null der Weg dann auf jeden Fall insgesamt. Ne? Dann machst du die Tasche wenn auf ihr lieb und seid, so, oh. Erzähle ich euch die allerschlimmste, peinlichste Geschichte meines Lebens. Nach dem nächsten Song. Hey, der peinlichste? Ist halten wir das durch, Karl, so lange? Nee, aber es war schon schlimm. Das war schon nicht mit dem Kopf. Und das ist garstig. It's colors on the streets, red, white and blue. Shuffle in the field, people sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it any way I can. Keep on
with a baby in hand, under an old street light, near a garbage can. Well, she puts a kid away, she's gonna get a hit. She hates her life and what she's done to it. There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in a free world. 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 Five solo. We got a thousand points of line of the homeless man. We got a kind of gentler machine gun. Damn. We got department stores, toilet paper, styrofoam boxes for the yours only. Got a man on the people to keep them alive. Got fuel to burn, got roads to drive. Keep on rocking in a free world. Keep on rocking. Rockin' in a free world. Keep on rockin' in a free world. Keep on rockin' in a free world. Keep on rockin' in a free world. Irgendwas ist immer. Kennt ihr die Story von Keller und dem Einhorn? Da gibt es auch angeblich einen Fotobeweis. Wer hat den? Das war derselbe Auftritt. Wir hatten alle Onesies an. Keller hatte einen Einhorn-Onesie an und ich ein Drachenkostüm. Und wer hat gewonnen? Die haben zusammen gespielt. Wir haben auch damals Hot Water Music haben wir zusammen gespielt. War mega. Und wir haben auch was, ja, wir haben Drag My Body gespielt und von Biffy Clyro haben wir noch ein paar Sachen gespielt. Chandelier und so. Mega. Biffy Clyro hat doch. Ja. Meine Hand riecht jetzt nach Bier. Das tut mir leid. Mach mal riecht die Hand nach. Naja. Hat das jemand gesehen? Das läuft ja alles. Unfassbar. Das ist. Ich bin mit Karl dagegen gekommen. Ich bin froh, dass du meinen Whisky nicht ausgekippt hast. Ja, Michael Teubert, Kaubel haben wir gerade nicht. Ich habe jetzt den Eiertopf genommen auf die Schnelle. So, Kaubel haben wir nicht gefunden auf die Schnelle. Auf meinem Schlagzeug ist keins. Taubert? Vielleicht müssen wir weiter rüber.
Die Tante auf dem Sofa fragt, wie lange ihr noch spielt. Hast keinen Bock mehr, oder was? Was denn da? Wieso? Tante Erika, pass mal auf. Es lohnt sich immer noch. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Es lohnt sich immer, eine neue Flasche aufzumachen. Immer, in jedem Fall, genau, lohnt sich das noch heute. Genau. Übrigens, Kelle, mein Herz gehört heute Abend dir. Du weißt warum. Ganz, ganz viel Liebe. Das fällt mir jetzt erst auf. Hab ich vor mal davor eigentlich. Einmal moin. Ist schon soweit? Der Axel hatte vorhin einen Titelwunsch und der ist aber jetzt bestimmt schon zur Arbeit. Aber vielleicht stimme ich nochmal die Gitarre. Das wäre eine total gute Serie. Geil. Gitarrestimme macht immer. Ah, okay. Oh Mensch, den haben wir gar nicht mehr angeguckt. Ne? Den haben wir gar nicht mehr geübt. Mach mal so, wie du den machst. Wir fangen mal mit dir an. Ich mach da mal mit. Fang noch mal so an, wie du es gemacht hast, und dann mach ich dir alles kaputt. Fängt der wieder mit einem Solo an? Hau noch mal die Kommentare rein, bitte. Das ist ein Solo-Bouquet. Bad Company. Du musst ein bisschen was vorlesen. Die sehen ja nicht, was ihr lest. Ne? Ja, es Songs, die ich. Leute, die mich auf Konzerten sehen und jetzt schreiben natürlich die Songs, die ich dann so regelmäßig natürlich spiele, klar. Bad Company, ich bin ja mit Bad Company auch groß geworden. Ich krieg hier die ganze Zeit noch. Pack doch mal dein Handy weg. Soll ich ein paar WhatsApp vorlesen, Martin? Ich bin das ab hier. Ich kann ein paar vorlesen. Steffen, liebe Grüße zurück an Maike. Ich kann mal ein paar vorlesen. Greif mal dein Handy. Ich kann das für dich verwalten, Martin. Lies einfach mal die Nachrichten vor, die da reinkommen, egal was das ist. Ich kann die Chats übernehmen, da habe ich schon Erfolge gefeiert. Ich kann so einen Chat binnen Sekunden zerstören. Kelle. I could swim like dolphins. Dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Thank you.
Yeah! Heroes, super Sache. Steven, willst du mal kommen? Was denn? Das ist ein verdammt cooles Bild. Das muss das neue Titelbild werden. Phil Smith, are you still there? Geht nicht? Phil. Phil? This next lead, the next song, is for all you lovely people. Ah, yeah. We shared a lot of good moments at the Bootsstation in Fallingbostel. Yes, Phil, you're still there. What about Eddie? Is Eddie still there? What about Thomas? We're gonna have ourselves a really good time now. Thank you.
take the weather with you everywhere you go. Everywhere you go. Always take the weather everywhere you go. Everywhere you go. Always take the weather with you everywhere you go. Everywhere you go. Always take the weather everywhere you go. Always take the weather with you everywhere you go. Always take the weather everywhere you go. Always take the weather with you everywhere you go. Always take the weather with you. I see the boat station just right in front of me. I see all the lovely people in the midsummer heat, drinking a lot of beer, having a lot of fun, a couple of the lads getting prepared to go to war, which is the sad part of all this. But I see them all with a fucking big smile on their faces in the river, dancing, cheering, loving life, and enjoying the fucking best moment of our lives. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Always take the weather with you everywhere you go. Always take the weather everywhere you go. Always take the weather with you everywhere you go. Always take the weather with you. Damn. Oh yeah. Mach mich vielleicht jetzt, also ich muss schon wieder zur Toilette. Echt? Hast du einen Song drauf? Schon wieder? Jetzt erstmal läuft. Das machst du mich fertig, ey. Das macht mich völlig fertig. Habt ihr Bock auf YouTube? Kannst du Sunday Bloody Sunday? Nee. Pass auf, du spielst jetzt ein, danach spiele ich ein. Du weißt es ja noch. Der Evergreens gucken. Und da befinden sich Dinge. Haben sich Leute Songs gewünscht? Was gibt's denn da? Was? Bock auf U2. Sunday Bloody Sunday. With a little help from my friends. Achso, ich wollte gerade sagen, der ist nicht von. Der Dicke ist raus, ist ja auch hart, ne? Was? Der Dicke ist raus, hat einer geschrieben, der Titel sich selbst als den Dicken. Der Dicke ist raus. Krass, die Geschichte. Donnerwetter! Die werden wir nie erfahren, ist er nicht mehr da jetzt. Weißt ja alle die Geschichte? Na, das ist auch so ein. Wir können. Hier sind Songwünsche. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wo sind Songwünsche? Da oben steht irgendwas. U2, ich hab nur U2 gelesen. Nee, da oben steht irgendwas. Hört, ja, hört kann ich. Das ist kein Problem. Hört kann ich machen. Das ist aber sehr tragisch. Dann machen wir das sehr nicht. Sehr tragisch. Nee, dann machen wir das. Das können wir jetzt nicht brauchen. Weißt aber du das nicht? Nee, wir müssen was Nettes machen. So was Trauriges. Ich hätte gesagt, ich soll was spielen. Ich spiele ein trauriges Song. Jetzt brauche ich deinen. Hast du nicht gesagt, du hast einen Pleckhalter für mich? Jetzt würde ich den. Jetzt hätte ich den gern. Kannst du mir das Black aus? In Zeiten von Corona, Mensch. Okay, pass auf. I
try to kill it all away, but I remember everything. What if I become my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. You could have it all. My imposter, I will let you down. Ich versuche es immer rauszuhalten, aber ab der zweiten Strophe packt mich immer die Erinnerung und dann. Ich mach den Song ja nicht, ne? Weil der immer recht langweilig ist, aber der, ja, war Killer. Ich hab einen feuchten Schlipper. Ja. Wenn du willst, werf ich ihn rüber. Moment, du kommst gerade vom Klo. Nein. Das sind jetzt wieder 5 Minuten hier. Abgründe tun sich auf. Ja, meine Damen und Herren, hier hören Sie die perfekte Abmoderation zu einem toll. Willst du einspielen jetzt? Ja, spielst du. Ich werde den U2-Wunsch entsprechen. Den wollte ich mal entsprechen. Ich habe kurz überlegt und dann dachte ich, nein. Desire? Nein. Oh. Ah, Sunny Bloody Sunday. Dann geht's die. Wenn ich den finde. Können wir ein bisschen moderieren, den Chat vielleicht dabei zu überbrücken, die klatschen, die Leute sind zufrieden, sind glücklich. Lena Großmann, kenne ich. Ich bin jetzt, wer ist Marc Engel, kann ich lesen? Ich bin jetzt offiziell betrunken.
Nicht gut. Ja, da bist du, glaube ich, nicht alleine heute. Das kann so sein, ja. 30. April gehört das dazu, oder? Also hier ist niemand betrunken, aber es ist durch wahrscheinlich bei anderen an der Sofa auch entsprechend Gemütlichkeit eingetreten. Es konnte mal aufkaufen, es gab es oben noch so, Applaus so. Viel mehr Applaus. Okay, so. Feuerzeugschwenker. André, Menno, mein Gerät streikt. Ja, das mein Bier ist alle. Blöden. Sauber, das sind sie auch nicht gut, ne? Ich wiederhole mich. Ja, wo kriegt er die Stimme her? Das macht er echt geil. Das war schon ein sehr fetter Vortrag, Steve. Fürst du das für so ein Klo nicht, ne? Das hört der. Wow, wer ist Nicole Martin? Kennt Nicole Martin? Kennt ihr die? Ja, kenne ich. Ja, fand sie super. Bist du am Start, Martin? Anne, so schön, ja, fand ich auch. Dass ihr da seid und so lange mit uns durchhaltet. Wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel Spaß. Auch wenn wir ein bisschen wir mehr haben getrunken so haben, als wir eigentlich wollten. Ach Quatsch. Yeah.
im Song. Super. Zwei Halbzüge tief hätte ich auch gereicht, ne? Aber du hast gut geleistet. Ne? Nein, das ist. Oh, ich hab angefasst. Film. Anja hat angefangen. Ich bin unschuldig. Anja hat das geschrieben. Anja, du bist. Anja hat diese Herzlichkeit geschrieben. Ich hätte das für, nur für mich behalten, wirklich noch. Anja, also jetzt muss ich einfach sagen, hässlich von innen. Nein, das ist sie nicht. Sie hat wahrscheinlich wieder von diesen fiesen Grünen genommen. Sie ist auch ihre Party, hat es auch von diesen fiesen Grünen genommen. Und hat sie nachts halb zwei. Nein, aber Anja weiß ja, dass ich sie unfassbar doll lieb habe. Und hat sie nachts halb zwei geschossen. Auch wenn ich das nicht so oft sage. Mit dem Grün, das war sehr lustig. Aber es ist so. Das, ist mein, das liegt daran, dass wir auf, am Arsch der Welt wohnen, Madame. Oder wir? Ja, also wir alle. Die Zelle wohnt ja auch am Arsch der Welt. Ja. Du wohnst am Arsch der Welt. Ich dachte, ich wohne am Arsch der Welt, aber du wohnst wirklich am Arsch der Welt. Hier, Martin, von Anja, fühl dich geküsst. Ich bin schon ein bisschen vorweg. Ne? Das kommt jetzt gleich in 20 Sekunden bei dir. Fühl dich geküsst. Pavel, ich habe den Song tatsächlich nicht drauf. She Talks to Angels. Hab ich schon länger nicht gespielt. Mach ich nächstes Mal. Habe ich gestern gehört, Black Rose? Ich spiele den eigentlich, aber ich habe den schon länger nicht gespielt. Und da muss man schon ein bisschen gut drauf sein, um ja, den zu zocken. Wir haben mal geprobt, Dienstag. Ja. Da habe ich auf Rückfahrt, kam der bei Spotify im Raster. Da habe ich gedacht, so. Ich habe den Abend noch dran gedacht. Ich habe schon nicht mehr gespielt. Und dann dachte ich so, das wäre auch, den nehmen wir uns den mal. Machen wir mal. Den nehmen wir uns mal vor, wenn wir nüchtern sind. So, der Steffen, beziehungsweise die Svenja, hat über Steffen fragen lassen, ob wir nicht mal was von Counting Crows spielen können. Oh! Meinst du, wir können das? Ich kann das. Also ich kann spielen, du musst es singen. Du musst den Refrain singen, ich kann die Kopfstimme nicht mehr. Meine Stimme ist kaputt. Ich meine Kopfstimme hält. Aber wie sich das so gehört für einen ordentlichen Gesangslehrer. Zwei Stunden, zehn Minuten seid ihr jetzt dabei. Zwei Stunden und zehn Minuten. Habt ihr noch Bock? Wie viele Leute sind noch da? Das ist eine Frage. 130 ungefähr. Immer noch da? Ja. Das ist aber konstant, ne? Das ist ja auch schon. Ja, das ist. Das ist, was, ist ja mal was völlig anderes, ne? Nein, du meinst. Schalalalalala. War zu schnell? Ja. Ich hab getrunken. Ja, ich weiß. Deshalb sag ich's ja. Soll ich den mal spielen? Schalalalalala. Oh, oh. Just down in New Amsterdam. Stood this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with black hair. Mango dance, you know she dances while his father plays guitar. She's certainly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance a silent sound through the morning. Sha la 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 la. Uh huh. Could up Maria. Show me some of them Spanish dances and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me, help me believe in anything, 'cause I wanna be someone to believe. Yeah, Mr. Jones and me, plenty of tales, and we. Ich hab den Dürfen. Du musst mitspielen. Smiling in the bright line. Coming through in stereo. When everybody loves me. I will never be lonely. Well, I wanna paint my pictures. Paint myself in blue, red, black and gray. All of the cute colors that are very, very meaningful. Well, gray is my favorite color. I have felt so symbolic yesterday. If I knew Picasso, I would buy myself a gray guitar and play Mr. Jones and me. Look into the future. Yeah, we stare at the beautiful women. She's looking at you, I don't think so. She's looking at me, standing in the spotlight. I bought myself a gray guitar. When everybody loves you, I will never be lonely. I will never be.
be lonely. Said I'm never gonna be lonely. Wanna be a lion. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in everything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe, yeah. Mr. Jones and me, stumbling through the barrier. Yeah, we stare at the beautiful women. She's perfect for you. Man, there's gotta be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones was just there with someone just a little more funky. When everybody loves you, awesome. Just about as funky as I can be. Mr. Jones and me, staring at the video. When I look at the television, I wanna see me staring right back at me. We all wanna be big stars, but we don't know why, we don't know how. When everybody loves me, awesome. Wanna be as happy as I can be. Mr. Jones and me, we wanna be big stars. Junge, Junge, Junge. Ja, knüppelst du da jetzt? Martin, warum spielst du die Sachen auch in Originaltonart, ne? Zu so später Stunde. Oh. Es gab mal Zeiten, da habe ich den echt mega gerockt. Du hast den jetzt auch mega gerockt. Wir haben den immer in Soltau, im, oh Gott, wie hieß der Laden noch? Nicht Schatulle. Leute, der griechische Besitzer der Kneipe. Milieu. Im Milieu haben wir es gespielt. Und da habe ich den immer gespielt. Und dann irgendwann hat der Besitzer mich nur noch Mr. Jones genannt. Yeah. Ah, Mr. Jones, wenn ich reinkam. Ah, Mr. Jones. Mr. Jones, was willst du trinken? Geht aufs Haus. Mr. Jones, können wir da mal hingehen? Ja, das machen wir. Essen gehen wäre schon auch mal wieder schön. Das war der Janni. Janni aus Soltau. Ich möchte ins Pub gehen. Ich weiß gar nicht, gibt es Janni noch? Auch Papp ist ja auch wie Essen gehen. Ein Stück weit. Nicht. Ja, Mensch, ich habe da zwei Stunden, zweieinhalb Viertelstunde, zwei Stunden 20 Minuten in die Richtung, ne? Haben wir so einen Song? Hast du keinen Bock mehr oder warum fängst du so mit so einem Gesang an jetzt? Ja, jetzt habt ihr auch zwei Stunden. Wie viele Leute sind denn noch da? Wir sind so bei 110, 120 sind da so. Ja, ist ja auch noch genug, ne? Die wollen alle noch. Gibt es noch jemanden, der... Nothing else matters. Gibt's noch jemanden, wir haben den zwar nicht geübt, aber ganz ehrlich, für diese Dame möchte ich, ist es mir wirklich ohne Scheiß, lieben, ohne das hier zu erläutern, ich würde gerne für Tanja Buse den Song, den würde ich gerne erfüllen. Welchen denn? Nothing... Ah, nee, Nothing else matters. Kannst du den? Ich dachte, um nothing Gottes ever happens. Das ist ich habe Metallica super übersprungen. Irgendwie. Ich auch. Schade, ich dachte, dann nothing ever happens. Das nicht anders, anders. Es ist ja, Tanja, wenn du noch einen anderen Wunsch hast, vielleicht erfülle ich den dann, wenn ich es kann. Das ist der erste Griff, den man lernt. Michael, du bist gemein. Genau, das ist Gitarre für Armamputierte. Und jetzt Stompbox. Ja, genau. So, mein Lieber, jetzt haben wir noch was zum Mitsingen, oder? Wir haben noch was zum Mitsingen. Oh, da bin ich ja wieder dabei. Capo Dritter Bund übrigens, falls du es dich interessiert. Ich weiß ja. Ich wollte es nur sagen, das ist für mich. Spielst du denn jetzt in Doppelgeschwindigkeit? Ich habe vielleicht Capo Erster Bund. Frank spielt. Vielleicht Capo Erster Bund. Nein, Dritter Bund. Diese Diskussion hatten wir mit Sexy Chocolate andauernd. 12 nur noch im ersten Bund. Ist ab 12 das Capo nur noch im ersten Bund. Ab 12 alles eigentlich ein Tiger. So, Martin wollte noch eine peinliche Geschichte erzählen. Na. Ja, nee, jetzt nicht, mehr. Jetzt nicht mehr. Du hast es versprochen, Martin. Ich finde, man muss so ein Versprechen auch halten. Ihr seid da gar nicht. Und eine richtige Ansage gab es auch noch nicht. Also ich finde, es ist eine gute Zeit für eine Geschichte. Es ist wirklich so, ne? Die Geschichte wäre jetzt meiner Zeit. Ne? Muss ich jetzt auf dein Fußgeplärre eingehen? Das ist das so aus.
an zu singen. Das ist meiner. The guy who was this by God to me and you. Hit it for the whisper. Find ourselves in truth. Oh, what you waiting for? What you waiting for? Counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasures, threw it all away. Oh, what you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Well, I left alone. On me, what you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, see the gypsies run. Oh, what you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Well, I dance alone and the sun's beating down. Blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. I lose control, I know, I know. Blame it on me, oh. When I lose control, I know, I know. Blame it on me. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Well, I dance alone and the sun's bleeding down. Blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I go. Blame it on me, oh. When I lose control, I know I go. Blame it on me, oh. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Schön. Das war, wie heißt er? Vergiss mal den Namen. George Ezra. Blame it on me. Das ist jetzt der Moment, wo ich meine Gitarre beiseite lege. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe es extra da unten hingestellt, damit es nicht passiert. Einmal den Stompbock putzen? Leif, ich zerstöre deine komplette Wohnung. Ja, ja. Richtiger Rock. Ist okay, das Panzertape drum. Du wusstest, dass Rock'n'Roll. Wir kommen, Silvester, zu dir. Ich bringe ein paar Leute mit. Ja. Wenn du Konfetti zu Hause lässt, ist mir das egal. Alles mit Konfetti. Wir essen das zum Frühstück. So.
das noch hinkriege. Haben wir den hier noch geübt eigentlich? Nee. Den hast du nur. Spiel mal. Da muss ich. Oder doch ohne Kapo? Nee. Ich muss nur gerade überlegen. Ich passe mich Martin an jetzt. Nee, du fängst an. Alles ein Ton höher als normal. Das ist eine Party jetzt. Ich fang an. I was born on a crosstown hurricane, and I howl at my ma in the driving rain. Come on, but it's alright now. In fact, it's against, but it's alright. Jumping jack flashes against, by a toothless bleeding hand. I was schooled with a strap right across my back, but it's alright now. In fact, it's against, but it's alright. Jumping jack flashes against, I'm left for dead. I fell down and I'm feet and I'm sobbing and bled. I was drowned in the crumbs of a crust of bread. Then I was crowned with a spike right through my head. But it's alright. Jet flashes and get scared. But it's alright. Now, in fact, it's a chaos. But it's alright. I'm jumping jet flashes and get scared. So, hier müssen wir jetzt nochmal. Lass mal. Kannst du die Leiter noch? Was? Die Leiter? Ich spiele einfach, du singst. Ich hab auch was raus. Keine Ahnung. Ich mach das schon. Fast richtig. Give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are going, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money gotta spend. Gotta get back to my baby again. Lonely days are going, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I gotta get back to my baby once more? Anyway, yeah. Baby again, lonely
See, I gotta get back to my baby once more. Anyway, yeah. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mr. Catcher, see, I gotta get back to my baby once more. Anyway, yeah. Oh, the days are gone, I was gone. Hold me a letter, baby. My baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter. Ah, die Oldschool Songs. Martin, bist du eingefroren? Ich hab's auch nicht verstanden, Martin. Ich hab's gelesen, ich hab's Kammer gelesen. Ja, doch, er hat irgendwann mal Tonart ganz groß geschrieben und da hattest du kurz. Ich glaube, der Michael ist jetzt böse. Es ist jetzt nicht mehr halb acht am Abend, es ist jetzt gleich 0 Uhr, dann ist das so. Ja? Genau. Ja, so ist das Leben halt. Ne? Da muss man sich. Da muss man sich als Künstler, das kannst du dir, das könnt ihr euch für einen auf eure Fahnen schreiben. Theoretisch ist es ja so, wenn jemand, wie lange spielen wir jetzt? Über drei Stunden. Okay, wir haben jetzt über drei Stunden. Wenn jemand von euch in die 3-Stunden-Marke kommt, dann sprechen wir uns wieder. Vor allen Dingen nach einer Flasche Connemara. Aber den kriegst du hin, oder? Capture effortlessly is where it was. Happened so naturally, didn't know what it was love. Next thing I felt was the holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Now we're flying through the stars, hope this night will last forever. I've been waiting for you, it's been so long. I know just what I do when I hear your song. Fill my heart with your bliss, gave me freedom. You, I could not resist, I needed someone. Now we're flying through the stars, hope this night would last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody love me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Wait for night time to come, bring you to me. Can't believe I'm the one, I was so lonely. Feel like no one could feel, I must be dreaming. Want this dream to be real, I need this feeling. I make my wish upon the stars and hope this night would last forever. Me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody love me better than you. First you put your arms around me, then you put your charms around me.
I can't resist the sweet surrender. Oh, my nights are warm and tender. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most with treasure, and love's a deal we can't measure. Ain't nobody loves me tender, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Hey, ain't nobody loves me better. Ain't nobody makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Nach 3 Stunden, boom. Zack. That's the voice. Wundervoll. Michael, schade. Ach. Der Alkoholpegel der Müsse darüber sind, als wir dem Publikum steigen. So sieht das nämlich aus. Genauso sieht das aus. Absolut. Ihr sauft definitiv zu langsam. Das ist das. So, an Englishman and an Irishman. Oh, fucking ass. Oh. Jetzt machen sie uns aber fertig hier. Phil, das tut dir sehr, sehr gut, das von dir zu lesen. Du bist, ich lieb dich, ne? Weißt du hoffentlich. Was ist The Wall? Ich, keine Ahnung. Achso, The Wall, Pink Floyd. Oh, um Gottes Willen. Donner Welt. Machst du den noch? Nein. Oh. Genau, zum Distanz in den Mai gehört ja das ein oder andere Getränk. Nicole, wir verstehen uns. Das ist, ne? Es ist ja auch mehr Spaß. Ich meine, wir beide machen das professionell schon seit so vielen Jahren. Ganz ehrlich. Früher haben wir sich immer Gedanken drüber gemacht um jeden und allen Scheiß. Gute Nacht, ne? Also ich muss dazu sagen, ich mag Michael. Das ist wirklich ohne Scheiß ein geiler Musiker. Ja. Er hat halt so seine Ansprüche. Wir haben alle unsere Ansprüche, ja. Aber irgendwann sollte man die mal zur Seite legen, weil. Ja. Sonst kann man nicht mehr mit mir Musik machen. Sonst kann man nämlich nicht mehr mit uns trinken. Und das ist ja auch blöd irgendwie. Ne? Ja. Ich finde, das gehört dazu. Wir haben ja ganz bewusst heute den Abend nicht ganz so ernst genommen wie sonst. Es ist ja Distanz in den Mai. Ich wollte gerade sagen. Und wir wollen ja zusammen trinken, wir wollen feiern und wollen auch ein bisschen zusammen abstürzen. Ja, absolut. Und ihr solltet euch auch betrinken. Das war das. Wir machen heute auch ein bisschen länger als. Das war der Deal eigentlich, dass ihr euch auch betrinkt. Deshalb in 2 Minuten ist auch dann wirklich der 1. Mai. Wir Michael, hier ist niemand böse. Ich habe es geschrieben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber doch, Michael, wir kommen gleich vorbei und dann gibt es richtig Ärger. So, wir sind nämlich noch nicht fertig. Wenn wir hier durch sind, kommen wir zu dir nach Abo. Genau. Ja. Wir haben wohnt ihr in Celle? Ja. Tja, ich weiß aber nicht wo. Die wissen, wo du wohnst. Ich glaube, ich habe beim AKH irgendwo in der Nähe. Das bin wir schon raus. Google weiß alles. So. Von The Darkness. Niemals. Phil, du Wichser. The Darkness. Was von The Darkness. Riesen. Lars, das ist, ne? Das ist Hannover hier. Lars trinkt. Bis zum bitteren Ende. Weißt du morgen noch, dass du uns alle zu Silvester zu dir eingeladen hast? Ist kein Problem. Mit Konfetti. Ja, steht ja hier mit Konfetti. Sven, ja. Ohne Konfetti. Mit Konfetti. Ohne Konfetti. Die Zeller haben alle geschrieben, die wollen ihre ganzen Locher Staub ausleeren und wollen den bald hier. Ich habe 150 ohne Konfetti gesagt. Weil und Lars, da kommen wir wieder zu Lars. Lars, du wirst dich daran erinnern, was mit Konfetti passiert. Oder beziehungsweise Katar wird sich wahrscheinlich. Naja. Also. Konfetti. Den haben wir nicht geübt, den hier. Konfetti? Den nächsten Song. Achso, welchen denn? Oh ja, Madonna. Oh ja. Der ist für meine Frau. Singst du den? Wir können beide singen. Ich gehe auch nochmal zur Toilette. Nö. Was
sind ja auch so die letzten Passagen jetzt so. Das habe der noch und dann haben wir. Wir kommen langsam zum Ende. Dann haben wir noch einen und dann sind wir schon durch. Also ihr müsst uns nicht mehr lange ertragen. Ich spreche genau, nur mit Ralf. Hier vier Songs. Ich spreche gerade nur mit Ralf. Willst du? Versuch's. Life is, nee, krieg nicht hin. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Ich höre meine Gitarre nicht mehr. Ralf, das hast du mich ausgemalt. Ich höre sie übrigens auch nicht. So kann man die Töne auch nicht treffen. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. Close my eyes. Ich weiß, was du willst, Ralf. Heaven help me when you call my name. It's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there, like a child. You whisper softly to me, you're in control, just like a child. Now I'm dancing, it's like a dream. No ending, no beginning. You're here with me, it's like a dream. Let the choir sing, hey! When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. So sieht das nämlich aus. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder. Ja, ja, Kompliment. So, last song on the row. Ich fühle mich sehr gut unterhalten und singe den ganzen Abend mit. Hervorragend. Angela, ja, so muss das sein. Geil. Lala, nicht bla bla. Och ja. Ihr wollt noch ein bisschen, ne? Nochmal das ganze Set hervor. Habt den Anfang. Endlich nach 7 Jahren mein Song. Nur für dich, mein Herz. Like a Ginny prayer. Schade, da, Fabian, ist überall Fabian, was im Weg? Fabian sagt schade, dass es bald vorbei ist. Ja, so ist das halt, ne? Alle guten Dinge sind irgendwann vorbei.
Das denken Frauen, glaube ich, ziemlich oft, oder? Ich weiß jetzt, wer mich hasst und wer mich liebt. Bis nach 0 Uhr warten, damit man endlich das verbotene Video sieht. Was? Oh ja, von meinem ehemaligen Zugführer, Ecki. Das Video stand immer auf Eckhardt. Aber durfte ich früher nicht sagen. Ich durfte nur Herr Hauptfeldwebel sagen. Oh. Ja, ja. Und dann weiter. Warst du beim Bund? Der war hart. Der war ein harter Zugführer. Warst du beim Bund, ja? Ja. Wo warst du? Panzerpionier-Lehrkompanie. Donnerwetter! In Munster. Und Eckhardt Buse war mein Hauptfeldwebel, mein Zugführer. Eckhardt. Schon hart. Ja, war auch hart. Okay. Der hat uns schuften lassen. Ja, aber das muss ja auch so, ne? Aber ich habe Vergebung gelernt, Eckhardt. Ich mag dich trotzdem. Das heißt, du verzeihst Eckhardt. Ja, auf jeden Fall. Ei, ei, ei. Er hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, Mann, Marc Eggert, Whiskey in the Jar. Nein. Hat ich da angerufen? Ist das Mutti? Grüß Mutti von mir. 2:50 hast du noch. Ich krieg ja von so ein paar Leuten hier, die hier in der Runde sind, WhatsApp-Nachrichten. Ich liebe euch alle. Ich antworte jetzt aber nicht, das ist unhöflich. Ich kann nicht für dich vorlesen und auch beantworten. Das mache ich. Mit Fotos, lass mal spielen. Nein, das sind so ein paar Sachen, die dürfen nicht in die Öffentlichkeit. Schlüpfrige Sachen. Dann antworte ich nur. Das ist ja, okay. Ich wollte einfach auch schlüpfrig beantworten. Ich konnte das mal spielen. Das war alles. Mit Fotos. Ey, Pavel, ich hab gedient. Panzerpionier-Lehrkompanie 90, mein Freund. Super Sache. In Munster? Da haben wir richtig Gas gegeben. In Munster. Munster ist doch hier bei Soltau? Ja. Wer ist Ecki? Ne? Ecki ist der Zugführer. Munster ist doch tote Kaserne, oder? Das ist doch totes Land. Ist das sowas wie ein Lokführer? Du Arsch. Hört locker. Zugführer, Lokführer, ja. So, wollen wir noch einen Song? Einen haben wir noch. Bevor ich nicht mehr kann. Ich will ja den Michael nicht noch weiter verprellen. Wollen wir die Lava-Uhr mal auf 3 Minuten stellen, Karl? Ja, Pavel, selbst schuld, Alter. So, nächsten Song singt ihr alle mit. Ja, Ring of Fire haben auch schon mal gespielt. Oh, ich fang mal an, dann kannst du nicht da rein. Ja, so ein, kennt auch jeder. Ne? Das ist unser Abschlusssong. Damit verabschieden wir uns. Willst du nur ein paar Zugaben? Nee, ich will keine Zugaben. Ich hab mein Leben lang, ich sehe das wie Dave Grohl. Diese Band spielt so lange, wie sie spielt, und dann geht sie von der Bühne und ist fertig. Ich komm nicht nochmal zu. Und sie fragt auch. Aber wir haben noch ein paar Songs. Ja, wir haben, da sind noch 250 Songs drin in dem scheiß Tablet. Aber irgendwann ist ja. Aber der Michael hat Reise gesagt, es klingt mal scheiße, also hören wir jetzt auf. Ja, eben, ne? Michael sagt, es ist Klöcke, dann müssen wir aufhören. Ne? Ja. So, wir gehen immer die Meinung von einem aus. Und Reis sagt auch irgendwie, ey Leute, ich bin raus aus meiner Bude. Fang jetzt an, weil du redest schon wieder. Ich rede immer. Hast du heute schon Blues abgespielt? Nee, will ich jetzt nicht mehr. Pass auf. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere, but I just can't convince myself.
made up, nowhere to go. Welcome to this new man show. Sind wir zu zweit oder allein? Doch allein. Eigenbrödler. Just take a seat, you're always free. No surprise, no mystery. In this theater, I call my soul. I always play the starring role. Drama so queen. Lonely, so lonely, so lonely. I say low, low, low. I say low, low, low. I say low, low, low. Wir sind mit dir gestartet, wir müssen mit dir enden. Ne? I say low, low, low. Verlangst du Dinge von mir auf die Zeit? I say low, low, low. I say low, low, low. Say lo lo lo, say lo lo lo, say lo lo lo. I say lonely, lonely. I say lonely, I say lonely. I say lonely, lonely. I say lonely, lonely. I say lonely, 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 lonely. Zuhören. Ja, komm. Das hat eh keinen Sinn. Wir haben uns heute schon tausendmal angefasst. Knocking on Heaven's Door. Ja, genau. Machen wir noch einen. Knocking on Heaven's Door? Ich finde, einer geht noch. Knocking on Heaven's Door. Nein. Steht ihr nicht auf den Index? Ja, eigentlich schon. Wollt ihr noch einen? Wollt ihr noch einen? Okay, den ersten Song, den wir lesen. Ah, das wäre noch ein Song. Zugabe, Zugabe. Hier. Okay, den ersten Song, den wir jetzt lesen, den spielen wir. Los! Jetzt schreibe ich mal was rein. Das ist doch richtig. Nee, 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 ihr bleibt da. Ihr bleibt da sitzen. Eure Hände bleiben auf dem Tisch. Okay, Wegweise. Unbedingt was von Metallica runterspielen. Yes, Zugabe, das war schon gut, aber nicht alles. Blablabla, bla, bla, super Abend, danke. Das haben die Leute ja noch nicht gehört. Das dauert ja viel mit Whisky in den Jar, verdammt. Nothing ever happens. Nee. Rudi, du alte Socke. Steht auf dem Index. Hm? Das steht auf dem Index eigentlich. Ja, nothing ever happens? Ja. Warum? Wieso? Was ist, ey, hier ist übrigens ein Loch in deiner Flasche. Was ist mit der Dimitri? Mögt ihr das nicht? Zum Glück die von Karl, bin ich ein bisschen froh. Aber ich kann beides. Whisky in a Jar oder Nothing ever happens? Nothing ever happens. Dann mach Mendel draus. Kann sich an. Ja, aber wir wollten noch. Ey, ohne Scheiß. Auf den Song haben wir am meisten gefreut heute. Ah, okay, ja, stimmt. Den machen wir und danach machen wir noch Nothing Ever Happens, okay? Oh, der ist aber so schnell. Kann ich den langsam spielen? Soll ich den Tempo geben? Ja, bitte gib mir mal Beat. Halt! So viel Bier dran, der klebt schon. Wenn das der Michael jetzt mitkriegt, dann ist hier Feierabend, mein Freund. Wo sind wir denn heute im zweiten? Kriegst du das nachher so? Hat jemand mehr Tatorte? Oh, das schafft er noch. Hat jemand.
Wisst ihr, geht schon los hier. Warte mal, ich muss mal kurz. Jetzt geht gleich weiter. Mach mal vierten, mal gucken, ob das merkt. Das merkt auch nicht. Also der Michael merkt das. Gleich haben wir einen zweiten Mal. Irgendwo ist es über die Bunkerpolizei. Sag mal, kennt ihr hier überhaupt noch? Ich sitze ja hier nur. Mal. Ready? Want you to want me. Nein. Gut. Du hast den Moment verpasst. So. Want you. Oh. I want you to want me. Burn from work if you say that you love me. Here we go! Did not see crying. Oh, did not see crying. Feeling alone on the frame, no, feel like dying. Oh, did not see crying. I want you to want me. Early from work if you say that you love me. One, two, three, four. Did not see you crying. Oh, did not see you crying. Feeling all alone on the Friday night, feel like dying. Oh, did not see you crying. Kann.
Team Fucking Track. Schneller, sagt Chris. Krischi sagt schneller. Ja, natürlich, geht immer schneller. So, Rhythm of the Night. Ich dachte, das wäre. So, ja. So machen wir noch. Oder Warriors of the World von Manowar. Sehr, sehr gerne. Wie viele Leute sind noch da? 96. Geil! Also ich würde sagen, 96 sind noch genug für den letzten Song, oder? Nein, noch? Was denn? Was soll jetzt da noch kommen? Rock'n'Roll All Night. Oh! Cool, dass sich jemand was von Selig gewünscht. Selig? Nee. Was haben wir denn noch? Haben wir noch andere? Nein, haben wir nicht. Damit lassen wir das einfach so stehen, ne? Dann haben wir da. Amazing Grace. Übrigens, Martin, die lokale Großraumdiskothek spielt ja auch gerade Tanzen 24 Zuschauer. Was ist das? Da kann man ja schon. Richtige Location ausgesucht. Haben wir auch lange gespielt jetzt, ne? So. In unserem. Ja, und es tut mir leid, dass ich den einen oder anderen Ton nicht gefunden habe nach 3,5 Stunden. Megadon. Okay, letzten Song, wenn oder? Du mal 3 Stunden auf der Bühne gestanden hast und dann noch einen gepichelt hast, dann will ich die alle mal sehen, wenn die ihre Töne finden. Jungs, Stimmung gut, alles gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist mega geil mit euch. Schön, dass ihr so lange durchhaltet. Phil wünscht sich In the Air Tonight. Kannst du ja, hören? Genau. Bestimmt. I can feel it calling in the air tonight. Aber noch nicht ohne Schlagzeug. Oh, oh, Lord. Warte. Scheiße, das kriege ich mit den Beinen nicht mehr hin. Warte. Da war. Können wir immer ein paar Töpfe aufbauen? Ja, genau. Gib mir zwei Wasserstropfen. Welche denn? Machen wir denn? Oh, ja. So Leute, letzter Song und ihr rastet mit uns aus. Wollen wir nicht Whiskey in Jar spielen? Wollen wir nicht Whiskey? Lass nee, kann ich nicht. Wie kann ich Whiskey in Jar? Hallo. Pass mal auf, mein Freund, wir haben hier ein Programm abgesprochen, das machen wir jetzt. Dein Slang, what the fuck? Nee. Fuck off. What the fuck off, buddy? Fuck off. Got a fuck off just in there, right, man. Fuck off. Mach the fuck. Ich mach's mal in deiner Sprache. Fuck off. Oh, mein. Das ist so ein Gehacke, scheiße. Den krieg ich. Ist das jetzt die Balladenversion? Oder? Das ist das, was meine Motorräder noch zulässt. Okay, 1, 2, 3, 4! Drive you crazy.
give a shout and you give a shout and a cappella, alle zusammen, 3, 4. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night. Granaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war schön mit euch. Gute Nacht.